Willkommen beim Impulssender. Wollen Sie mehr wissen? Tims Impulssender. Ja, wir gucken uns heute, wir haben uns angeguckt, wir reden heute über eine Soap Opera mit Coming of Age Effekten. Ja, nicht ganz falsch. Gute Käfer, schlechte Käfer. Wir sprechen über Starship Troopers und damit begrüße ich euch, die ihr da seid, nämlich heute fangen wir mit Ben an. Hallo. Du hast dir nämlich diesen Film ausgesucht. Dann Phil. Hi. Und dann Jan. Hallo. Hallo. Und deswegen, Ben, also musst du die meiste Arbeit heute verrichten. So ganz richtig ist das, glaube ich, ja nicht, weil ich habe ihn in das Dokument geschrieben, aber quasi stellvertretend für Ben. Okay, Ben. Warum bin ich denn jetzt schuld, dass wir über diesen Film reden? Ben, du bist fein raus. Jan muss die meiste Arbeit heute ausgezeichnet. Dann kann ich den Wikipedia-Eintrag wieder zumachen. Den brauchst du doch gar nicht. Was also zumindest Film was ja. Das Buch ja, angeht, also was die Mannschaft braucht, das ja sowieso nie. Ja, ja, also ich habe da vor 20 Jahren mal 10 Minuten was drüber gelesen. Ich kann dir noch ganz genau sagen, wie die Temperatur an dem Tag war. Ja. Ich habe am Sonntag, als ich den Film geguckt habe. Ich verstehe jetzt den Witz nicht. Am Sonntag, als ich den Film geguckt habe, habe ich ganz kurz überlegt, ob ich jetzt das Buch mir noch kaufe und das lese. Und hättest du in der Zeit auf jeden Fall noch geschafft zu lesen. Ist das kurz? Das ist nämlich gar nicht so dick. Oh. Okay. Ja. Das kommt nur auf Tims Lesegeschwindigkeit. Ich wollte gerade sagen, du kennst meine langsame Lesegeschwindigkeit. Ich hätte wahrscheinlich 8 Wochen gebraucht oder so. Ja, aber das ist wirklich, also ich weiß jetzt nicht mehr, das ist schon ein bisschen her. Aber das ist wirklich nicht lang. Ja, nee. Ah, wenn du das schon gelesen hast, dann können wir da nachher einen Vergleich ziehen. Ja klar, du weißt doch, ich erinnere mich an alles. Dann sage ich da nichts zu. Okay. Ja, Starship Troopers, ein Actionfilm aus dem Jahre 1997. Wo habe ich denn überhaupt meine Notizen? Hier. Ach da, danke. Dem Jahr, in dem Jan Ulrich die Tour de France gewann. Hat er die noch? Da war ich richtig Fan. Einmal gewonnen? Sportfan. Nee, die hatte er. Hat er schon gedopt? Nee, der hat nur einmal gewonnen. Echt? Wusste ich gar nicht. Ja. Dann muss er ja da auch schon gedopt haben. Sicher. Haben doch alle gedopt. 90 war Pantini oder wie er heißt, der Pirat. Mhm. Panini? Und dann hat irgendwann die Lance Armstrong-Ära angefangen. Ich kenne, glaube ich, ungefähr genauso viele professionelle Radfahrer wie Rennfahrer. Ja, aber ich mochte den lieber, als er noch Trompete gespielt hat. Hm. Nein, das war hier wow. Neil Armstrong. Ah, du meinst den, der auf den Mond geflogen ist. Du meinst okay. Louis Armstrong. Ja. 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 Möchten Sie mehr wissen? ein bekanntes Trope aus diesem Film, denn da kommen immer solche, ja, wie irgendwie aus dem Zweiten Weltkrieg, so aus der Wochenshow, solche Einspieler vor und am Ende kommt dann immer, möchten Sie mehr wissen. Das ist zwar angelegt, glaube ich, so an den Zweiten Weltkrieg, aber mit modernen Mitteln, weil man sieht also ja auch halt dann so eine Propagandashow, die dann ja, genau. Läuft. So wie die Wochenschau, nur man sieht dann immer so Computer-Interfaces da drin, dass man irgendwo draufklicken kann, oder? Mm. Weil ja, früher WWW-Zeit. Wo man dann einfach so mit der Faust auf den Fernseher geschlagen hat, damit es weitergeht. Ja, aber ich habe da schon auch an YouTube gedacht, so die rechts die Vorschlagsleiste, weißt du, irgendwie kannst du da ja auch immer, möchten sie mehr wissen und dann kommst du irgendwann in so ein Rabbit Hole in YouTube, wo du schwerlich wieder rauskommst, was dir dann auch den ganzen Algorithmus versaut. Ja, stimmt, obwohl es da ja noch gar kein YouTube gab. Oh, sehr visionär. Hm. Diese Faschos. Der Film ist von Paul Verhoeven, wie ich gelesen habe, wie er richtig ausgesprochen wird, den wir auch von anderen Filmen kennen. Oh ja, ein Mann, der meine Kindheit geprägt hat. Ganz bekannt durch Filme wie Robocop, den ich noch also ich nicht gesehen habe. Ich bin gespannt, welcher der Filme du in deiner Kindheit so prägend fandest. Ich denke, er meint Robocop, oder? Und Total Recall. Robocop ist ganz schön brutal. Total Recall? Total Recall auch. Die waren ja. Beide indiziert damals. Echt? Starship Troopers auch. Ja. Auch. Waren die auch beide indiziert, Robocop? Ja, in der ungeschnittenen Fassung, ja. Okay. Also Starship heute Troopers. Heute kannst du sie ab 16 überall kaufen. Hm.
Auch Starship Troopers ist übrigens nicht mehr indiziert, deswegen dürfen wir überhaupt erst über ihn reden. Das muss man ja auch dazu sagen. Ach, der war auf dem Index? Hm. Ja. Geil, guck mal, ein Film war auf dem Index, heute läuft er bei Disney Plus. Wer hätte das mal gedacht? Ungeschnitten. Ich glaube, der ist bis 2018 oder 15 oder so auf dem Index gewesen. Nee, ich habe ihn doch oft im Fernsehen gesehen. Nicht, ja, in der die geschnittene Kinderversion, ja, genau. Ja. Die war eine Viertelstunde lang. Gefühlt ja. Nee, ich glaube, da ging es gar nicht so sehr um die Gewalt, sondern darum, dass es so ein Faschisten-Propagandafilm sein soll. Das habe ich anders gelesen. Es ging tatsächlich um die explizite Darstellung der Gewalt. Die ganzen Inhalte, also die ganzen politischen Inhalte wurden für die deutsche Version da sowieso rausgenommen, weil die Dialoge ja extra für die deutsche Version quasi geändert wurden, damit das alles nicht mehr vorkommt. Also man muss ja auch schon sagen, er ist ja auch schon ziemlich gore. Ja, aber jetzt nicht so, also ja, aber Index. Ja, aber damals wird da jeder Scheiß indiziert, das muss man ja wirklich sagen. Das stimmt. Also hier steht, bla bla bla, Juli 17 wurde die Indizierung aufgehoben und im August 17 wurde die ungeschnittene Fassung ab 16 freigegeben. Ah, okay. Was ich noch gar nicht wusste, dass auch Basic Instinct von Paul Verhoeven ist. Der Film hat Bens Kindheit beeindruckt. Auf jeden Fall. Na, und sein größter Erfolg war ja Showgirls. Der Film hat Bens Kindheit beeinflusst. Ich habe auch Hollow Man geguckt. Aber Showgirls hat auf jeden Fall meine Kindheit beeinflusst. Ich habe den gar nicht gesehen. Den Film erinnere ich mich nicht. Nee, ich kenne ihn gar nicht. Aber ich habe darüber gelesen, dass das auch heute ein Kultfilm ist. Und früher war der voll mies. Ja, es ist auch, also ich glaube, das ja und aber auch nicht so gut. Nee. Also der Film, also wo jetzt Starship Troopers von Gore lebt Showgirls von Brüsten. Ja. Gut, die gibt es Starship Troopers auch, aber mehr so im Hintergrund. Background Breast. Ja. Kann man so sehen. Wie ist das denn mit Robocop? Wer kennt den denn? Ja, habe aber keine Erinnerung dran. Geil. Ich hab, da ich ihn ja nicht kenne, habe ich gelesen, auch der soll eigentlich eine ziemlich große, Popkulturkritik? Konsumkritik habe ich gelesen, soll das sein. Aber als du den mit 8 zum letzten Mal gesehen hast, hast du das nicht feststellen können. Da dürfen wir da auch nochmal dazu sagen, auch Robocop war indiziert. Und deswegen dürfen wir auch jetzt darüber reden, weil er nicht mehr indiziert ist. Ja. Ja, doch, finde ich, also könnte ich auch so sehen, weil es gibt ja auch diese Szene, wo diese Familie dieses komische Spiel spielt. Wo war das nicht so, dass der Verlierer dann einen Stromschlag bekommt oder so? Das kenne ich nur von James Bond. Sag niemals nie. Ja, stimmt, da gab das auch, ja. Also ich erinnere mich da allgemein dran, dass so dieses Thema von Privatisierung öffentlicher, dass der Staat da praktisch so völlig zurückgedrängt wurde. Auch. Ja, genau. Also wahrscheinlich wurde darauf angespielt, als du was mit Konsumkritik oder so gelesen hast. Mhm. Also dass einfach so private Unternehmen ganz, ganz große Teile des vormals öffentlich organisierten Lebens übernehmen. Weil der Staat einfach nicht mehr die Mittel hat, um sogar so grundlegende Dienstleistungen wie Polizei zum Beispiel noch leisten zu können. Okay. Mhm. Oder Autobahninstandsetzung. Ja. Ich kenne allerdings Total Recall, den ich auch sehr gerne mag und immer mal wieder anschaue. Oh ja. Und wusste auch, dass der von Paul Verhoeven ist, aber wie gesagt, dass Basic Instinct von dem auch ist, wusste ich gar nicht. Auch Total Recall war indiziert und wir dürfen darüber reden, weil es nicht mehr ist. Also Verhoeven hat tatsächlich, zumindest in Deutschland war er seiner Linie treu. Wir haben wahrscheinlich gesehen, Verhoeven, Index. Index. 2011 wurde er vom Index genommen. Okay, aber da gab es ja auch dann geschnittene Versionen. Genau, und dann 2011 ungeschnitten ab 16 freigegeben. Hm. Und dann kam irgendwann das Remake. Mit Colin Farrell. Ja. Stimmt, so heißt er. Ich habe nur ein paar Augenbrauen vor dem Kopf gehabt. vor Augen. Und in Total Recall haben ja ein paar Leute mitgespielt, die hier auch mitspielen.
zum Beispiel der Lehrer am Anfang, der später dann auch wieder als Lieutenant wiederkommt. Ja, Michael Ironside. Genau, Michael Ironside, der spielt ja da auf dem Mars einen, den Typen, der als Kumpel diesen komischen Kopf hat. Wie war das denn? Da gibt's doch so einen komischen Typen, der einen zweiten Kopf hat oder sowas. Moment, du meinst, also nicht Michael Ironside. Michael Ironside ist der Lehrer, der nur einen Gegenspieler. Arm hat. Stimmt. Genau, das war der Gegenspieler, der am Ende auf dem Mars die Augen. Der die Arme verliert in einem Aufzug, das ist der. Ach, genau, okay. Ja. Bei der Maschine, wenn sie die wieder anstellen. Genau, das sieht man in der deutschen Version auch nicht. Okay. Dann kommt einfach nur ein Schnitt und er wirft dann plötzlich die Arme weg. Also Schwarzenegger wirft dann die Arme weg. Man weiß gar nicht, was gerade passiert ist. Genau. So ähnlich wie bei Die Hard 3, Take His Feet. Genau. Nee, du meinst genau, das ist der diesen zweiten, ja, im Bauch hat, der so zwei Leute so ineinander war das, sind. Genau. Der spielt, glaube ich, hier auch mit bei... Der spielt irgendeinen General, der von diesen Fliegern geschnetzelt wird. Stimmt, genau. Richtig. Der sich im Schrank versteckt. Genau. Aber bringen wir wieder etwas Ordnung hier rein. Wir waren bei Paul Verhoeven. Basic Instinct. Achso. Nein. Paul Verhoeven. Und der ist, glaube ich, inzwischen nicht mehr so richtig im Business, wenn ich das richtig sehe. Wobei, ich sehe gerade 2021 Benedetta. Und dann, ja doch, ab und zu macht er nochmal was. 2016, 2021, 2012. Nach Starship Troopers habe ich nichts mehr gesehen. Ja, dann hast du alles gesehen und musst du auch nichts mehr gucken. Worum geht's in Hollow Man? Um einen unsichtbaren Mann. Ja. Heißt Hollow nicht hohl? Ja, mein Gott. Ja, aber der wird auf jeden Fall unsichtbar. Okay. Hat übrigens das Buch, was die Vorlage zum Film war, nie zu Ende gelesen, weil er es zu langweilig fand. Ich dachte jetzt zu lang. Das mache ich im Drehbuch mit der Hälfte. So viel Dialoge brauche ich nicht. Genau, und es gibt noch da ein anderes Produktions... Wie komme ich denn aus dieser grammatikalischen Konstruktion wieder raus? Ding. Ding? Ding kann man immer gut nehmen. Ding. Ein anderes Produktionsding. Ein anderes Produktionsding. Eigentlich sollte der Film ursprünglich anders heißen. Also der hatte einen anderen Produktionstitel, weil die lange Zeit die Rechte gar nicht am Buch hatten. Und deswegen hieß der Film ursprünglich Buck Hunt at Outpost 9. War aber schon immer ans Buch angelehnt und sie haben da schon die ganzen Elemente rausgenommen. An einigen Stellen widerspricht er aber auch dem Buch ziemlich, zum Beispiel, das kann mir jetzt der Phil bestätigen, die Trooper im Buch, die haben alle so Exoskelette, so besondere Anzüge. Genau. Das haben sie hier. Ja, genau, mit denen springen die immer aus ihren Raumschiffen ab. Ja. Okay. Mhm. Also ein bisschen wie in Edge of Tomorrow. Mhm. Ja, genau. Ja. Edge of Tomorrow wird auch als einen Film genannt, der sozusagen aus dem Buch so entstanden ist. Und das, was den beeinflusst hat. Ja, sorry. Und das Buch war, also es ist wirklich lange her, aber ich habe das auch null kommentierend so in Erinnerung. Also das hat auch diese faschistoide, militaristische Gesellschaft schon da, aber diese Überzeichnung, die es da so in dem Film gibt, habe ich aus dem Buch nicht in Erinnerung. Also was hier zum Beispiel durch diese Einspieler, die du vorhin erwähnt hast, oder so Sprüche, die es in dem Film manchmal gibt, das habe ich aus dem Buch so gar nicht in Erinnerung, dass da irgendein, also das ist da einfach so und wird jetzt auch nicht irgendwie glorifiziert oder so, sondern das ist einfach das Szenario und das wird überhaupt nicht gewertet irgendwie. Genau. Aber ist das im Film so, dass es wirklich gewertet wird? Ja, voll, finde ich. Die ganze Zeit. Auf jeden Fall, ja. Jetzt also haben wir Tim aus der Bahn geworfen. Ja, finde ich auch. Das hat er ja auch gesagt, dass er das macht, dass er das bewusst überzogen darstellt, einfach um zu zeigen, dass diese Art von Gesellschaft nicht funktioniert. Da kommen wir nachher nochmal drauf, auf das Thema. Das ist nämlich so ein großer Kritikpunkt von vielen, dass das nämlich so ein faschistoider Film sei, weil der das nicht bewerten würde. Ja, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Aber da kommen wir dann nachher nochmal im Recap. Nennt man das so?
Also, nein. Mhm. Du meinst, wenn wir widerlegen, was du gesagt hast? Nein. Wenn wir darüber sprechen, wie der Film rezipiert wurde, kommen wir nochmal darauf zurück. Ja, das meinte ich ja. Aber dem Buch wurde auch von vielen Kritikern vorgeworfen, wie du gerade schon so angedeutet hast, dass es vor allem sehr militaristisch sei und dass es eben genau die das nicht verurteilt sozusagen. Ja, wobei ich das eine schwierige Kritik finde. Ja, und die hätte ich nämlich auch an den Film gebracht. Und ich glaube, die hat Paul Verhoeven auch an den Film gebracht. Aber deswegen wollte ich da nachher noch mal drüber sprechen. Mhm. Aber warum findest du das eine schwierige Kritik? Weil das Buch jetzt eben nicht erzählt, dass Militarismus oder Faschismus total super sind, sondern die einfach nur nicht die ganze Zeit erzählt, dass sie scheiße sind. Und also da kann man sagen, das interessiert mich nicht oder so, aber zu sagen, das ist schlechte Kunst, weil da nicht in jedem dritten Satz steht, übrigens, das ist böse, finde ich irgendwie ein bisschen billig. Mhm. Also das ist jetzt nicht die, ich finde, das ist nicht die, das macht es nicht notwendigerweise schlecht. Ja, aber das war so, also ich kann es ja noch mal aus dem Kopf zitieren, so vor, ein Vorwurf war, dass das ideologisch aufgeladen sei. Ich sag's mal neutral, was auch immer das bedeutet. Also ich will mich jetzt auch nicht zu sehr in die Verteidigung des Buchs stecken, weil wie gesagt, so klar so klar habe ich es jetzt nicht mehr in Erinnerung, aber bei mir hat es auf jeden Fall nicht so einen Eindruck hinterlassen. Mhm. Also ich kenne ja auch nur den deutschen Film und Ben meinte ja, dass viel in dem deutschen Film des Kommentars verschwunden geht, eben durch die Änderung in der Synchronisation, weil ich habe es halt auch kennengelernt als so ein Kommentar zu militanten Gesellschaften und ich meine, jeder eben verständlichen Menschen ist ja wohl bewusst, wie bescheuert viele Sachen in dem Film einfach sind. Dass sie sagen, oh, komm, wir machen mal eine planetare Invasion, ohne zu gucken, ob das überhaupt irgendwie oder was da unten auf unsere Soldaten wartet oder was auch immer. Also ich kann jetzt nicht nachvollziehen, dass da eine glorifizierende Ideologie drinsteckt. Die zeigen eben das militärische, hau, jau, alles geil hier. Und im Cut, im nächsten Schritt, ist so ein Panshot über ganz viele zerstückelte Leichen. Das ist ja, also es ist ja so ein bisschen wie Apokalypse Now, nur eben mit dem glorifizierenden Charakter als Spiegelseite dieser Medaille. Das, was halt in so Vietnam-Filmen nicht vorkommt, die zeigen ja nur den Horror. Es wird auch gerne mit Antikriegsfilmen verglichen, wo du gerade Vietnam sagst. Habe ich auch drüber gelesen, dass es ja auch da eine Diskussion gibt, ob es sowas wie einen Antikriegsfilm überhaupt gibt. Weil ein Antikriegsfilm zeigt eigentlich genau das Gleiche wie ein Kriegsfilm, hat nur eine andere Intention. Und diese Frage der Intention, das ist, glaube ich, das ist so der springende Punkt, um den sich viele gestritten haben. Ja, ich glaube auch, dass eben bei vielen Filmen schnell, ich will jetzt nicht sagen verwechselt, aber wenn eben ausgeprägt Gewalt gezeigt wird, dass bei vielen das in die Schublade Gewalt glorifizierend geschoben wird, à la Quentin Tarantino, wo man da ja schon sagen kann, dass Gewalt sehr plastisch dargestellt wird, aber immer irgendwie mit einem Augenzwinkern. Oh, das würde ich gar nicht so unterschreiben. Das Fass will ich auch nicht ganz aufmachen, weil das eben viele Leute schon aufgemacht haben, aber in Kill Bill ist es ja sehr überzogen zum Beispiel. Ja, da fällt mir aber in den Glorious Bastards diese Szene ein mit dem Scharfschützen. Da gibt es doch diesen Kinofilm, wo dieser Scharfschütze, ich glaube, von Daniel Brühl genau. im Turm sitzt und schießt alle ab. Gar nicht mehr. Und schießt alle ab. Und immer wenn er einen abgeschossen hat, dann jubeln die ganzen Leute, die im Kino sitzen. Und da kann man sich ja als Kinozuschauer, der Tarantino-Filme guckt, dann auch fragen, was das für ein Kommentar von Tarantino selbst ist. Ja, das stimmt natürlich. Also deswegen glaube ich nämlich auch nicht, dass man das so einfach als glorifizierend oder so da... Nee, und es gibt auch für jede lustige Szene, fallen mir spontan zwei ein, in denen die Gewalt unglaublich
unglaublich wehtut und schmerzhaft und folgenreich ist. Aber wir reden ja gar nicht über Tarantino-Filme. Ach so, na gut, das müssen das wir ein anderer machen. Vielleicht mal einen Impulsender. Genau. Aufschreiben. Genau. Aber wir sind irgendwie auch schon mittendrin und haben noch gar nicht richtig angefangen, habe ich das Gefühl. Ja, das war schon fast fertig. Wir haben jetzt schon mal über Paul Verhoeven gesprochen und sind jetzt abgedriftet so in die, was hat er denn eigentlich, hatte der eine Intention, hatte der keine? Ich will aber gerne, nachdem wir über den Film jetzt gesprochen haben, darauf nochmal zurückkommen und das hier abbrechen. Mhm. Weil wir müssen ja erstmal den Zuhörern, die den Film noch nicht gesehen haben, erklären, worum es geht. Krieg. Vielleicht erst nochmal so ein bisschen zum Cast. Ich glaube, der Cast und Produktion so überhaupt. Erstmal wollte ich noch kurz über dieses Produktionsbudget sprechen, was nämlich ziemlich hoch ist, finde ich. 121,2 Millionen Dollar. Was? Nee, das ist ja. Das sind die Einspielergebnisse. Was? Ach, verdammt. Ja. Okay, das hätte, wow. Das wäre jetzt für die 90er, das wäre ja unfassbar. Ja, jetzt, warte. Das ist mehr. Das Budget waren 105 Millionen. Aha. Und soweit okay. Ich mich erinnern kann, war das der erste Film, der mehr als 100 Millionen gekostet hat? Weiß nicht, Waterworld war doch auch so um die Zeit, der auch unglaublich teuer war. Aber das hätte ich ja nie gedacht, dass so ein Film so ein Budget bekommt. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Ah nee, tatsächlich, Waterworld war teurer. Dann habe ich das mit einem anderen Film verwechselt. Waterworld hat 175 Millionen gekostet und ist von 95. Der war halt auch ein richtiges Produktionsdesaster. Mhm. Ja. Ja, wobei Box Office 264 Millionen. Er hat zumindest ein bisschen was eingespielt. Ja, der sollte aber eigentlich viel weniger kosten. Ja, gut, okay. Ja, aber Starship, ja, Respekt. Also für so einen Film musste einem Studio erstmal so viel Geld aus dem Kreuz leihen. Das muss Vertrauen sein. Nee. Ja. Nee, da habe ich auch, Täuschung. Habe ich auch von Paul Verhoeven gelesen, er hat den Film überhaupt nur so produzieren können, weil da ständig die Bosse gewechselt hätten in dem Studio. Und hätte sich niemand irgendwie deswegen so richtig drum gekümmert. Okay. Also ihr Vorgänger wollte es unterschreiben, dann ist er gegangen. Wenn Sie das schon übernehmen. Wir können ruhig nochmal bei Null anfangen, wenn Sie meinen. Haben wir Ihnen denn schon diesen Scheck gegeben? Nein. Ja, so habe ich es gelesen. Okay, aber ich meine, man muss sagen, was, 97? Hm? Sieht 2021 immer noch gut aus. Ja. Also gut angelegte 100 Millionen. Also absolut klasse Special Effects. Diese ganzen Unterwäschemodels kann man heute noch nach wie vor wunderbar angucken. Also, aber wirklich, ich finde diese ganzen Kampfszenen mit den Bugs, da gibt es auch nichts zu. Es gibt ab und zu so ein paar Raumschiffszenen, finde ich. Ja. Wo man sieht, ja, okay, 90er, aber grundsätzlich, der Film ist mega gut. Ich wollte gerade die Raumschiffszenen explizit loben, ich finde die ganz fantastisch. Ja, die tun jetzt auch nicht weh, aber da hast du halt schon ab und zu gesehen. Ja, das also kriegt man in Computerspielen halt auch so hin. Nee. Jetzt mittlerweile. Also ich habe ja jetzt. Jetzt. Ich ich bin mir auch nicht sicher, ob es eben, also da kenne ich mich zu wenig aus, ob es halt schwieriger ist, so dieses zuckhafte, diese Bewegungen eines Bugs zu animieren oder eben so ein langsam gleitendes Raumschiff. Ja, und es waren aber halt auch ganz viele Practical Effects dabei. Ja. Also allein, ja, wenn ich so an diese, auch noch zu sprechen an diese, kommen, diese Schulszene da denke, wo er ihr die Innereien die ganze Zeit auf die Hand packt und so. Ja, oder nachher, wo das Messer im Training in die Hand gelaufen wird, die Hand geworfen wird oder überhaupt, wenn halt so viele Leute ihre Gliedmaßen verlieren oder die ganzen Leichen, die überall rumliegen. Also die Leute, die dafür für die Requisite zuständig waren, die haben, glaube ich, richtig viel Puppen anmalen müssen. Ja, ich glaube, das ist genau der Mix ist da das Wichtige. Der Mix aus Practical Effects mit Computereffekten. Und ich finde gerade die Schiffsmodelle absolut toll. Also das sind alles Modelle gewesen. Die haben auch ein bisschen was von der neuen Battlestar, also von der neuen Galactica. So von den vier Antrieben hinten, ein bisschen klobiger. Ja, die waren halt auch praktisch gebaut und nicht, damit sie schön aussehen. Und ich finde gerade zum Beispiel, als dieses eine Schiff auseinanderbricht, wo man diese ganzen Decks sieht, das sah so genial aus. Das sah cool aus. Ja, aber immer, also ich finde, wenn diese kleinen Shuttles da unterwegs waren, das sah schon sehr komisch ruckartig oft aus. Also das sah nicht aus wie eine normale Flugbewegung. Okay. Ich meinte jetzt so eher so die Großkampfschiffe. Die großen, ja.
bei den kleinen Shuttles, das sah es immer so ein bisschen aus, hätte man so eine Rückprojektion, gell? Wie früher bei Autofahrten immer. Mhm. Ja. Aber ich glaube, wir haben jetzt 20 Jahre, mehr als 20 Jahre später und damit wird er auch in den nächsten, nach 50 Jahren, wird er immer noch gut aussehen. Ja, also aus dem gleichen Jahr hier, was, Episode 1, das war doch auch, oder war es 9? Egal. Ich glaube, es war 9. Ende 90er. Mhm. Ja. Es war 1999. Ja, da sieht man halt, aber auch Jurassic Park. 1992 oder war mal Jurassic Park? 93. Also CGI altert einfach schon schneller. Ja, vor allem genau, um die Zeit. Halt. Zu dieser Zeit halt vor allem. Ja, weil dieser noch in den Kinderschuhen steckte oder so viel sich einfach verändert hat. Ja. Ja, aber also ich glaube, Jurassic Park kann man da immer wieder nennen, weil da haben die Leute gesehen, was einfach alles möglich ist an computergenerierten Sachen. Und ich würde mal behaupten, dass ohne Jurassic Park viele der anderen späteren großen Filme, die viel Computeranimation reingenommen haben, so gar nicht überhaupt erst akzeptiert, also gesponsert werden würden. Mhm. Würden von Produktionsfirmen. Genau, aber ist halt auch ein guter Mix der Effekte, nicht nur eine Technik. Clever Girl. Da kommt ja die Puppe aus dem Busch. Ja. Und springt ihm ins Gesicht. Genau, jetzt waren wir bei der Kohle. Dann vielleicht noch Musik. Ich mag Basil Poledouris sehr, weil er nämlich auch Jagd auf Roter Oktober gemacht hat. Ich habe mir sowohl das Album von Jagd auf Roter Oktober als auch für Starship Troopers gekauft. Ganz tolle Musik. Und ich glaube, Robocop hat er auch gemacht, aber den kenne ich ja nicht. Allein bei Starship Troopers dieses Lied hier, Glendato Drop, wenn die Dropships da runter, das ist so geil. Das ist eines der besten Lieder in diesem Film. Mhm. So, und dann kommen wir dann vielleicht doch zum Cast. Oh. Da spielt doch eh niemand mit, den man kennt. Nee, aber die deutschen Synchronstimmen sind alle richtig. Also der Maincast ist schon so, weiß ich nicht, ob das schon die... Man kennt sie. Ja, heute, aber damals noch nicht. Naja, nee, aber der Main, also von den Hauptdarstellern, wer macht denn da heute noch groß Karriere, ich bitte dich? Neil Patrick Harris. Den habe ich, das wusste ich gar nicht, dass der da mitspielt. Ja, guter Punkt. Neil Patrick Harris ist ja jetzt irgendwie durch How I Met Your Mother so bekannt. Obwohl ich nie How I Met Your Mother gesehen habe, weiß ich, dass es Barney gibt und dass es voll die Kultfigur geworden ist. Ich wusste gar nicht mehr, dass der da mitspielt. Also habe ich jetzt sozusagen da erst wiederentdeckt, dass der da auch bei. Ja, und der ist aber auch finde ich, mit Abstand noch der beste Schauspieler von den Vieren. Das ist richtig. Also die anderen drei fand ich echt nicht. Ja, aber das also aber ja, aber ich stehe trotzdem hinter meiner Aussage. Also weil was hier, also Casper Van Dien und Denise Richards und wie heißt die dritte? Dina Meyer, ja, genau. Also weiß ich nicht, ob das nicht schon der erste Punkt war von Verhoeven, um da irgendwie das Budget zu drücken. Nein, einen Unterton in den Film reinzukriegen und zu zeigen, dass dieses Faschistensystem da komische Leute, also ich fand das, die sehen natürlich alle extrem 90er attraktiv aus. Hat niemand eben verstanden, als ich gesagt habe, die Special Effects waren gut. Aber ja, aber furchtbare Schauspieler. Ja, oder sie sollten wirklich die einfältigen Dummies Schauspielern und sind dann genial dabei. Weil, meinst du? Dina Meyer hat ja eine Regieanweisung gekriegt, so von wegen, du findest Caspar Van Dien total toll. Okay. Und mehr Tiefe hat die ja nicht. Aber es waren halt auch, ja, also ich finde, man hat denen halt auch so die zwischenmenschliche Interaktion immer nicht. Nee. Dass ihm da das Herz gebrochen wurde, als sie beschlossen hat, sie wird jetzt Pilotin und kommt nicht zurück. Das war doch 10 Sekunden später erledigt, das Thema. Ja, ja, weil dann, also, dann war er schießen! Genauso wie er halt zerbrochen ist am Boden, weil er das erste Kommando übernimmt und dann stirbt ja jemand im Training und er will austreten, dann fällt dieser Asteroid. Ich will töten. Ja, aber Denise Richards ist doch eigentlich bekannt, oder? Ja,
Aber vielleicht ist die danach noch besser geworden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die woanders gesehen habe. Aber in diesem Film, Goldene Himbeere als Bond-Girl. Ja, Bond-Girl, ja, genau. Und bei Wild Things hat sie mitgespielt. Hat sie in Baywatch mitgespielt? Oder war das, eine andere mit so den, also die ihr ähnlich sieht? Also klar, ich muss sagen, die zweite Reihe deutlich besser besetzt. Deutlich. Ja. Ja. Das stimmt. Michael Ironside hatten wir ja schon genannt. Neil Patrick Harris. Neil Clancy Patrick Brown. Der steht so zwischen der ersten und der zweiten Reihe, ja, für mich. Genau, Clancy Brown fand ich sticht richtig. Moment, richtig, wer ist das denn? Der Ausbilder. Ach so. Moment. Der Bösewicht aus Highlander. Ja, das ist doch von Lost hier, Calvin Inman. Ja, genau. Ja, ja, genau. Den Desmond getötet hat. Der im Bunker saß vor ihm. Ach ja. Und der spricht ja auch, der ist eigentlich auch jetzt weniger Schauspieler, glaube ich, in aktueller Zeit. Der ist mehr Synchronsprecher geworden. Also der synchronisiert auch sehr viele Videospiele. Mhm. Aber ja, das war auch mein erster Punkt. Apropos Synchro, also ich fand, jetzt wo ich den Film nach Jahren nochmal geguckt habe, dass sie halt die Creme de la Creme der deutschen männlichen Synchronsprecher da drin haben. Also zum Beispiel eben der Sergeant Sim, also ist Thilo Schmitz im Deutschen, der hier Hellboy, er ist noch der Schauspieler. Ja. Ihr wisst, wen ich meine, also der Hellboy-Schauspieler. Ron, ne? Perlman, ja. Die sehen sich genau, sogar ähnlich, Ron Perlman und der. Mhm. Und Hellboy. Clancy Brown. Ähnlich. Ja. Ja, oder Michael Ironside von Joachim Kerzel, glaube ich. Oh ja. Synchronisiert wird Anthony Hopkins. Spricht er auch. Deswegen, also ich habe da immer gedacht, oh, die Stimme kenne ich doch, oh, die Stimme kenne ich doch. Ja, kann von ich daher bin ich, ich bin jetzt zum ersten Mal auf Englisch geguckt. Das ja, bin ich nach wie vor ein großer, ja, ich habe es versucht, aber irgendwie gehört für mich die deutsche Synchro dazu, weil die einfach so trashig, Sanitäter, aber schon geil ist. Ja, hab den natürlich auch schon dutzende Mal auf Deutsch geguckt, auch als Kind. Ich weiß noch, wie mein Kumpel damals mit der aus der Videothek kopierten Videokassette ankam und meinte, ich habe hier einen neuen Film, der ist voll geil, den müssen wir uns angucken. Da waren wir, ja, waren es 97, da waren wir 14, als wir uns den angeguckt haben. Ja, in ganz schlechter kopierter Videokassettenqualität haben wir uns den zum ersten Mal angeguckt. Und ja, dann brennt sich natürlich so eine Synchro total ein. Wollt ihr ewig leben? Was auch bezeichnend ist, dass die ganzen Teenager, die da gerade ihre Schule abschließen, die Schauspieler um die 30 sind. Ja, das ist so ein Dauerproblem. Ja, also ich gucke gerade Kasper Vendin, geboren 1968. Ja. Dazu passt auch dieses, das ist einfach dieses How do you do, fellow cats Meme, wunderbar. Das beschreibt die Thematik, finde ich, abschließend. Ja, aber alle, auch Dinah Meyer, ich glaube, die ist ein bisschen jünger. Oh nee, auch 68. Das ist halt so, ich glaube, die alte Beverly Hills 90-210 Schauspieler waren auch älter als Highschool. Mhm. Ja, und wenn sie noch 2 Jahre älter sind, dann dürfen sie die im nächsten Film die Mutter von so einem Highschool-Schüler spielen. Oh, Neil Patrick Harris ist auch schon 1973, also auch nicht viel jünger. Also sie sind auf jeden Fall alle eher um die 30 gewesen als um die 17 oder 18. Was sie, glaube ich, sein sollten. Oder wann endet die Highschool? So 19, 20, 18, irgendwie so. 19 wahrscheinlich, wie bei uns. Genau, du hattest eben schon Hank erwähnt. Wie heißt der Schauspieler denn eigentlich? Dean Norris. Spielt hier einen Captain, der kommt nur kurz vor. Aber ist eigentlich so eine der beliebtesten Personen von Breaking Bad, Hank. Ja. Amy Smart ist mir noch aufgefallen. Habe ich zum ersten Mal jetzt erkannt, dass sie da mitspielt. War mir früher anscheinend einfach kein Begriff. Ja, das ist diese blonde Pilotin, ne? Also diese Kadettin, die nicht mit Ibanez fliegen will, weil die immer so rumdödelt. Ach so. Ja. Und Seth Gilliam ist doch, glaube ich, Hauptdarsteller in Walking Dead. Das habe ich nie gesehen, aber. Der Priester. Ja, und in The Wire spielt er. Ah, in The Wire. Ach, das ist ja. Und unübersehbar
der Sohn von Gary Busey, von dem ich den Vornamen immer vergesse. Aber man, Jake, ja genau, aber man sieht es einfach. Ist das der mit den vielen Zähnen? Ja. Ganz der Papa. Wer ist denn Jerry Busey? Den kenne ich gar nicht, glaube ich. Ja, doch, ich kann dir das schnell googeln und ein Bild zeigen. Den kennst du. Der hat bei Predator 2 den Gegenspieler gespielt, falls du den gesehen hast. Der sieht ein bisschen aus wie so ein wie eine Version von Ja, also erzähl weiter. Ja, jetzt fällt mir der Name von dem anderen Schauspieler nicht ein. Der so hier. Ich finde, der sieht ein bisschen aus wie Nick Nolte. Ja, genau. Ja. Danke. Ja, das wollte ich sagen. Nick Nolte, der es mit allem ein bisschen übertreibt. Okay. Nick Nolte wie ein Warrior. Ja, genau. Ja, dann kommen wir zum Film. Ach so. Wie geht's denn los? In der Schule? Nee. Mit dem Krieg geht's doch los. Ach so, ja. Es gibt ja ein Foreshadowing und dann ein Jahr vorher. Da, man denkt ja immer, in Filmen ist der Kameramann sehr sicher. Aber hier gab es zwei. Hinter der vierten Mauer steht. Eben. Ja, wir sind auf Klendatu, dem, oder nicht? Nee, doch, nicht Klendatu. Doch, glaube schon. Ist das doch, schon Klendatu? Die Szene wird ja da später nochmal wiederholt bei dem Desaster. Ja, ich weiß, die haben ja mehrere Planeten, auf denen die runterkommen. Und ich dachte, sind die schon auf Klendatu? Aber dann sind sie da auf Klendatu. Dem Heimatplaneten der Bugs, der lustigerweise genau am anderen Ende der Milchstraße liegt, von der Erde aus gesehen. Wir sehen einen Kriegsreporter, der eben sagt, das ist ein widerlicher Planet, das ist ein Bugplanet. Und dann geraten die Infanteriesoldaten tief in die Scheiße, in so eine Art Hinterhalt der Bugs und werden komplett niedergemetzelt. Und das sieht man eben aus der Sicht eines Kamerafilmers, eines Kameramanns. Hat so ein bisschen Blair Witch Flair, weil es da noch so wackelige Kamera, dann kommt Johnny Ryko, den man dann später ja begleitet ins Bild und sagt, los, 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 lauft, Rückzug, Rückzug. Und nachdem man mehrere Leute sieht, wie sie vom Bugs zerteilt werden, erwischt es dann noch den Kameramann und die Kamera fällt auf den Boden und vor die Kamera, auch ähnlich wie bei Blair Witch Project, fällt dann noch ein Soldat, also ein sterbender Mensch in dem Fall. Johnny. Um die Analogie zu ziehen. Und dann geht die Kamera kaputt. Und dann kommt ein Jahr zuvor. Ja. Ich hätte es eigentlich tatsächlich ein bisschen schöner gefunden, wenn sie die Szene gar nicht gemacht hätten. Mir ist klar, dass man am Anfang Action zeigen will. Aber diese harte Realität, ich hätte es irgendwie effektiver gefunden, wenn man die dann erst wirklich gesehen hätte, nachdem diese ganze heroische Getue da am Anfang kommt. Und dann einfach, boom, zack, alle tot. hätte ich nur ein Stückchen cooler gefunden. Ja, ich denke, der Effekt wäre auf jeden Fall krasser, weil jetzt ist ja, ich meine, jetzt ist der Effekt ebenso krass in die andere Richtung, weil dann siehst du ja, wie sie in der Schule sitzen und hier Johnny Ryko auf Microsoft Paint 98 seine Freundin Carmen malt. Und zwar haben die irgendwie, sind das alles krasse Computer-Artists. Die können voll die Animationen malen. In 0,nix. Das ist bestimmt alles Computer-Assisted. Also das ist so eine Vorgabe, du musst dann nur das Gesicht auswählen. Und dann den Love-Button drücken. Love. Auf Filter. Und den Bubblegum. Genau, den Kaugummi-Button. Genau, die flirten da so ein bisschen, die zwei. Also das ist nämlich hier Fandine und Michelle Richards. Denise Richards. Denise, nicht. Wie komme ich denn auf Michelle? Und gleichzeitig werden sie von einem Lehrer belehrt. Ich glaube, das ist Geschichtslehrer, oder? Mhm. Ja, es ist so eine... Ja, das so eine Art Geschichtslehrer, so. Sozialpropaganda-Fach, also ja. Der aber auf jeden Fall ist ja eigentlich da, um Leute Zuschauer, zu rekrutieren. Ja, und uns genau. Als Zuschauer die Gesellschaft kurz zu erklären. Also zumindest in der ähnlichen Variante. Komm, jetzt erzähl's auch, wenn du uns schon so oft angeteased hast, was denn. Genau. Ja, es gibt ja in der deutschen Version, fragt er ja hier Ibanez, was denn die Bürger von Washington zu dem Thema mit Bürger und Wahlrecht und bla bla blub sagen würden.
Und dann sagt sie ja gar nichts, weil die Stadt Washington im ersten Backkrieg zerstört wurde. Das ist tatsächlich für die deutsche Version zusammengedichtet worden. Das gibt's im Original gar nicht. Im Original sagt er nämlich, dass das so eine Art Befreiungskrieg war, in dem sich quasi die Menschen gegen die ungeschränkte Demokratie gewehrt haben. Und es dann zu einem totalen Weltkrieg kam, weil die Demokratie halt die Menschen verweichlicht und kaputt macht. Und dass dann die militärischen Veteranen das Kommando an sich genommen haben und dadurch dann halt diese Föderation entstanden ist, in der man nur etwas wert ist und in dem man nur wählen darf, wenn man den Militärdienst abgeleistet hat. Also man bekommt Citizenship, genau, also die Bürgerrechte. Du hast nur volle Bürgerrechte. Genau, bekommst du nur, wenn du im Militär gedient hast. Haben die wirklich wählen gesagt? Ja, Citizenship. Ja, ja, aber das heißt ja nicht, dass man wählen darf, oder? Ich hätte nee, jetzt das sagen die Spieler dann auch. Aber wählen, ja, die nennen so ein paar Beispiele. Wählen war genau, zum Beispiel auch Kinder kriegen. Also genau, eine Kinderlizenz. Kinder kriegen. Ja. Genau, aber wählen hätte ich jetzt gerade gedacht nicht, weil die Demokratie abgeschafft wurde, oder? Ja, nee. Du... Nee, nicht, aber also, es ist halt man, eine extreme... Die sagen halt nicht, was extreme. Man doch wählen kann. Okay. Vielleicht gibt es auch du nur noch eine Partei, die man wählen fürs kann. Nächste Jahr. Nein, ganz so krass. Das ist schon so ein bisschen eine positiv verdrehte Variante von so einer militaristischen. Also es wird schon so getan, als würde das in dem Aspekt funktionieren, also zumindest so aus dem Buch eben ist es so, als würde das eben funktionieren. Auch das mit dem Militär ist da völlig freiwillig. Du kannst jederzeit aus dem Militär wieder austreten. Wenn du sagst, okay, schaffe ich nicht mehr, überfordert mich, kannst du jederzeit einfach wieder raus. Und du kannst auch ohne deine vollen Bürgerrechte eigentlich ein gutes Leben führen. Du kannst halt nicht mitbestimmen, aber du bist jetzt nicht irgendwie ein Außenseiter oder so. Okay. Du bist quasi die Schafe und die sind die Schäferhunde. Jetzt, ja, genau. Und die sind halt so die vordere Linie und die Gesellschaft am Laufen halten. Und da ist es halt eben so angelegt mit, irgendwie funktioniert es, dass da so ein Wahlsystem im Hintergrund trotzdem funktioniert. Aber komischerweise sind halt immer nur irgendwelche Militär-Dudes, nein, nicht nur Dudes, Militärs am Ruder, weil ja, es werden halt nur, es können halt auch nur Veteranen gewählt werden. Eine militärische Elite. Ja gut, aber du musst gewählt. Ja deine Uniform nicht dein Leben lang tragen. Nein, aber du musst zum Beispiel auch im Militär gedient haben, um überhaupt Politiker werden zu können. Ja, klar, aber du musst ja als Politiker nicht Nein, in der das nicht. Aber du musst halt eine gewisse Art an Erfahrung mitbringen, ansonsten würdest du quasi keine Chance haben. Im Deutschen fragen sie auch, was der Unterschied ist zwischen einem Soldaten und einem Zivilisten. Ja. Und dann sagt Rico ja hier dieses Zitat aus dem Lehrbuch und im Englischen fragen sie, was der Unterschied zwischen einem Citizen und einem Civilian ist. Ja. Also zwischen einem Bürger und einem Zivilisten. Das ist aber dann doof übersetzt. Ja. Das haben sie ja extra gemacht. Ach so. Das war bewusst so. Okay. Also sie haben dieses komplette Citizenship in der deutschen Version einfach rausgeschnitten. Sie haben es existiert einfach nicht. Ja, also die stehen ja später bei der Ausbildung schon unter der Dusche und da wird ja, hey, warum bist du ins Militär gegangen? Ja. Und eine sagt, sie möchte Kinder kriegen und das ist eben leichter. Die andere sagt, sie möchte in der Politik Karriere machen, das ist leichter, wenn man oder erst möglich wirklich, wenn man gedient hat. Und da hat es mich ein bisschen verwundert. Ah, okay, anscheinend ist das doch eine sehr restriktive Gesellschaft, weil man in der deutschen Version wirklich in dieser Schulszene nichts davon mitbekommt. Ja. Und erst müssen sich alle nackig machen und in der Unisex-Dusche erzählen, was eigentlich ihre Motivation ist, dass es bei mir ein bisschen Klick macht, dass da ein bisschen was unter dieser Schreckschuss-Attrappen- Fassade dieser Gesellschaft doch ist. Also ja, diese Tiefgründigkeit ist da nicht mehr da, wird aber nur mal kurz angerissen und wirkt da auf mich eher ein bisschen verwirrend. Ja, also auf Englisch Civilian und Citizen. Genau. Und Ricos Eltern sind ja dann offensichtlich Civilians. Keine Citizens. Genau, die mögen das Militär nicht. Aber sie sind ja trotzdem irgendwie steinreich. Also Rico ist ja so ein Rich Kid. Und offensichtlich, wie du gerade eben schon gesagt hast, Ben, oder Phil, man kann dann trotzdem irgendwie ja, genau, man kann Karriere machen. Der Waffen verkaufen, ne? Genau. Man gibt halt nur seine Möglichkeit auf, selbst aktiv mitentscheiden zu dürfen. Ja.
So, und wie heißt er? Johnny? Wie heißt er mit Nachnamen? Rico. Rico. Gerade habe ich es noch gesagt. Rico's Roughnecks. Johnny ist da eigentlich so ein Teenager, der gar nicht so richtig weiß, was er will. So das typische Kriegsopfer. Der dann. Der ist halt vor allem so der ganz klassische Highschool-Football-Schönling. Ja, genau. Mit Sunny Boy. Ja. Ja, der mit guter Frisur. Ja. Und der geht ja dann eigentlich, der meldet sich dann nur freiwillig, weil er seine Freundin sozusagen imponieren will, habe ich das so verstanden. Habe ich das verstanden. Ja, ja. Genau. Ich finde das auch, also ich habe vorhin schon über die Schauspieler gelästert, aber ich finde auch die Charaktere in diesem Film tatsächlich alle. Also ich mag keinen von den den Hauptrollen. Ich fieber da mit keinem mit. Also die sind alle dumm oder egoistisch oder also da ist keiner, mit dem ich mich irgendwie identifizieren kann. Aber ich finde schon so typische Kriegsrollen. Also so. Ja, aber schon noch mal ein bisschen mehr. Immer. Ich glaube fast, das hat Verhoeven bewusst gemacht, dass er die Charaktere so geschrieben hat. Ja, ja, das kann schon sein. Um zu zeigen, dass in dieser Welt halt, dass die Leute, die sich in dieser Welt verlieren, dann quasi auch, weiß ich nicht, ich will sie jetzt nicht dumm nennen, aber sie sind halt. Ja, aber Rico ist schon ein bisschen dumm. Ja, okay, der ist schon ziemlich also, dumm. Aber er ist kein Farmer. Der hat keinen Plan, der hat keinen Plan, was er möchte. Und, und schwimmt auch die ganze Zeit, also entscheidet sich alle 10 Minuten neu. So, bleibt bei nix. Aber ist das nicht eher so ein Teenager-Problem? Ja, aber andere gehen damit anders um. Aber ich glaube, es geht also, auch anders, ja. Aber damit kann man doch immer wieder gut zeigen, wie einfach es ist, junge Leute zu beeinflussen durch Ideologie. Ich glaube, das ist damit so gemeint, oder? Und das meine ich auch, dass das in jedem Kriegsfilm eigentlich immer so ist, dass ja irgendwie der Sunny Boy dann irgendwie hier bei, wie heißt es denn von Kubrick? Das ist doch auch, ist doch genauso, oder? Wenn die da alle wegrekrutieren. Ja, ja, ja. Im Westen nichts Neues. Ja, ja, grundsätzlich diesen Typ Charakter gibt's da natürlich, ja. Aber da sind gefühlt alle so, ne? Ja, also da ist halt von den Hauptdarstellern irgendwie keiner dabei. Verdammt, jetzt fällt mir auch nicht ein, wie der Full Metal Jacket? Full Metal Jacket, danke. Also der Joker, der reflektiert ja. Ja, bei dem passiert ja irgendwas. Aber die sind am Ende des Films alle genauso dumm wie am Anfang des Films. Da findet keinerlei Reflexion des Erlebten statt. Mhm. Das passiert einfach. Und dann schreien sie alle einmal Hurra und rennen raus und machen weiter. Also da ist nix. Da passiert nix. Das ist auch so, gebe ich hier vollkommen recht. Und ein Beispiel davon greife ich jetzt zwei Szenen oder mal vor. Eine aus dem Mittel des Films und eine aus dem Ende des Films. Wenn eben die mit ihrem Angriffsgeschwader über den Planeten sind und die sagen, oh, vereinzelt kommen so Plasmaschüsse von den Käfern hoch. Boom. Und beim ersten Mal wird das halbe Geschwader weggebombt und dann greifen die nochmal an, am Ende des Films, und die schweben wieder alle so eng da und werden alle wieder weggebombt. Wo sie dann sagt, da hat sich aber jemand geirrt oder sowas. Ja, das sagt sie beim ersten Mal, beim zweiten Mal stirbt sie. Du legst nur einmal die Hand auf die Herdplatte und dann lernst du besser draus. Offensichtlich ja. Und ja, nicht. Die lernen alle gar nicht. Ja, und am Ende des Films werden sie auch noch bestätigt. Also ja, das ist schon das tangiert sie ja auch klar. Gar nicht. Klar. So, also das habe ich schon verstanden, dass das Absicht ist, dass das so ist. Aber es führt bei mir halt trotzdem dazu, dass ich die alle nicht mag. Also die Hauptdarstellerriege. Und mir ist hinten es dran gibt es ab und zu so welche. Redet doch alle durcheinander. Ja, machen wir doch. Tim, warum hast du dich denn jetzt eingemischt? Ja, genau. Tim muss dann auch immer überlegen, wen er rausschneidet. Ja, das muss ich dann echt. Und kannst du die beiden dann nicht einfach hintereinander kleben und uns rausschneiden? Nee, also tut mir oder leid. Oder einen aufs linke Ohr, den anderen noch Leute hintereinander schneiden, ist mir zu viel Aufwand. Nee, ja, das macht doch keinen Sinn. Musst du ja entscheiden, ist ja dein Podcast. Ja. Da stell meine mal auf stumm. Normalerweise, was Phil sagt, hat eh mehr Gehalt.
Da ich jetzt reingesprochen habe, muss ich euch beide rausschneiden. Fangt nochmal an. Ach so, toll. Halbe Stunde Podcast weg. Okay, also verstanden. Die sind alle irgendwie dumm. So. Sie lernen nicht aus ihren Fehlern. Richtig. Aber sie werden auch wirklich alle 3 Minuten mit irgendwelchen Propaganda-Videos zugebombt, die ihnen immer wieder sagen, was sie zu denken haben und wer der Feind ist und dass es ja gar keine andere Möglichkeit gibt und dass sie quasi kämpfen müssen, damit die Menschheit überlebt und bla 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 und die Bugs sind ja die dummen Bösen. Und ja, es gibt, ich finde, es geht ja schon damit los, wie am Anfang des Films in oder ich weiß gar nicht, irgendwann in einem von diesen Einspielern, wie halt erzählt wird, dass so, dass sie jetzt im Krieg mit den Bugs sind und sich verteidigen müssen, weil irgendwelche Menschen halt Kolonien auf Bugplaneten gegründet haben. Nicht nur irgendwelche Menschen, Mormonen. Oder Mormonen. Ja. Mormonische Extremisten. Ja. Was auch immer, aber es ist jetzt nicht so, als wären die Bugs irgendwie gekommen und hätten die Erde angegriffen, sondern die Menschen breiten sich einfach aus. Ja. Und also der Aggressor sind eigentlich gar nicht die Bugs. Der Aggressor sind die Menschen. Ja. Genau, der Aggressor sind die Menschen. Aber das wird natürlich offiziell so überhaupt gar nicht kommuniziert, sondern natürlich ist es, wie immer in so einer Gesellschaft, halt eine Verteidigung gegen die bösen, hinterlistigen Bedrohungen von außen. Die Szene am Ende kam mir da auch ganz bezeichnend vor, passt gerade dazu, wo sie dann hier den Brainbug untersuchen und dann meint er, und was fühlt er? Angst. Und alle, ja! Alle jubeln, ja. Yay, das arme Ding hat Angst. Ich meine, die haben doch garantiert, haben sie sich ja nicht umsonst Käfer ausgedacht. So einen belanglosen, eigentlich einen belanglosen, von seinem zentralen Nervensystem gesteuerten Organismus, der kein Bewusstsein oder sowas hat, was ja am Ende ein bisschen widerlegt wird. Aber was ist denn die Botschaft dahinter, dass man gegen Käfer kämpft, gegen große Käfer und nicht gegen irgendeine ausländische Spezies, die intelligent ist, wie bei Independence Day oder sowas? Wisst ihr da irgendwas? Weil für mich spiegelt also in das den so Büchern wie ihr. Tatsächlich in, auch also in dem Buch gibt es auch andere Rassen. Da gibt es ja, nicht nur die Bugs. In den Büchern sind die Bugs vor allem aber auch ein bisschen krasser. Also die haben da ja auch irgendwie Städte und Waffen und so. Ja, also die sind in dem Film jetzt schon irgendwie sehr Zergs einfach. Ja, genau. Man kann aber auch, ich glaube, ich habe auch irgendwo gelesen, dass man sagen kann, dass der Gegner ja generell immer entmenschlicht wird und dass man das da vielleicht auch mit ausdrücken will. Also auch Star Trek. Auch wenn Menschen gegen Menschen kämpfen, wird der Gegner ja als Bestie und Monster bezeichnet. Das stimmt, ja. Ja, und hier kannst du auf jeden Fall einfach einen Genozid durchführen und niemandem tut's leid, weil es sind ja nur. Ja, das machen die ja auch, machen die auch in ihrer Propaganda. Selbst die Kinder helfen mit und legen da so ein paar Kakerlaken auf den Boden und die Kinder treten drauf und die Mutter schreit so hysterisch, so richtig manisch. Was für mich auch ein Kommentar ist, dass es halt, dass die alle total Banane sind. Also wer da denkt, dass das glorifizierend ist, der hat all diese Propaganda-Einschnitte überhaupt nicht. Ja, natürlich, das ist doch immer übrig, wenn die da irgendwelche Kinder in Uniform zeigen und also, ist das nicht goldig. Ich tue auch mal. Ich leiste meinen Beitrag. Gib ihm mal echte Munition. Ja, stimmt, genau. Ja. Ja, es gibt auch diese Talkshow. Wir machen heute unsere Abschlussprüfung im Rekrutierungsbüro und wir nutzen scharfe Munition. Macht mich nicht traurig, wenn ihr euch umbringt. Wo du denkst, warum nutzen die denn innerhalb des Lagers vor allem auch noch scharfe Munition? Das habe ich mir auch gedacht, vor allen Dingen, weil das Ding, dieses Trainingscamp war ja genau in der Mitte von dem Lager und drumherum sind ja noch die Leute gelaufen. Anstatt, dass sie das irgendwo außerhalb in der Wüste machen, nein, sie haben es mitten in die Baracke gesetzt und drumherum laufen die Leute von A nach B. Sie denken nicht nach. Nein, für die ist es einfach, ich glaube tatsächlich, für die ist das egal. Also wenn da jemand erschossen wird, dann ist das eben so. Es gibt einfach genug Leute, die nachrücken. Also für die sind die Soldaten spiegeln, ja nichts wert. Genau, die spiegeln ja nur diese Käferkultur. Ne? Die mobile Infanterie, das sind alles die Drohnen, die rausgeschickt werden. Die haben ihr Flottenhauptkommando. Und am Anfang schickt das Flottenhauptkommando einfach mal die mobile Infanterie runter nach Glendatu, wo anscheinend überhaupt nicht vorher mal bombardiert wurde oder so. Sondern einfach mal runter, ihr erledigt das schon, sind ja nur ein paar Käfer, tretet drauf. Und dann sterben ja irgendwie wie viel? 100.000 in einer Stunde oder sowas? Ja.
Ja, das sagen sie ja dann auch später, wenn der hier mit Karl redet, der ja dann schon, keine Ahnung, Colonel ist oder so. Und dann reden sie auch darüber, dass die mobile Infanterie da einfach testweise runtergeschickt wurde, weil man gucken wollte, was passiert. Ja, das fand ich stellenweise auch, hat mich das total erinnert an so Geschichten vom Ersten Weltkrieg, wenn die Strategie von Generalen im Wesentlichen daraus bestand, zu sagen, wir schicken jetzt mal eine 5- oder 6-stellige Anzahl an Menschen in die Richtung und gucken mal, wie viele durchkommen. Ja. Also, weil da war ja jetzt auch nicht viel irgendwie mit groß Taktik. Da waren ja einfach, da waren einfach Fußsoldaten mit Schusswaffen, die halt da ohne Luftunterstützung, ohne irgendwas halt auf den Feind zu laufen und ja, über den ganzen Film sind es ja wirklich nur die Drohnen beider Völker, die aufeinander zulaufen und ein Standoff haben, bis halt die entweder der einen die Munition ausgeht oder den anderen die Schnäbel. Ja. Die laufen ja wirklich nur schreiend aufeinander zu oder kreischend. Ja, das ist wie so römische am Rom gegen die Gallier oder so, wie sich das anfühlt. Einfach zwei Seiten, die aufeinander zustimmen. Und es ist ja nicht so, dass die Möglichkeit besteht. Genau, dass die Möglichkeit besteht, dass es Luftunterstützung gibt. Man sieht ja auch später, wie die Jäger den Planeten voraus bombardieren. Ja. Also es ist nicht so, dass die Möglichkeit nicht da wäre. Sie wird halt einfach nur nicht genutzt, weil es, keine Ahnung, nachdem es wahrscheinlich billiger ist 100.000 Infanteristen zu ersetzen als 5 Flugzeuge. Ja, nach dem Klendatu-Desaster, da ändert sich ja auch das Flottenhauptquartier, beziehungsweise die Kommandostruktur. Der Sky Marshal neue tritt an. Genau, Sky Marshal wird ersetzt. Und dann gibt es eine neue Strategie, die vielleicht mal erstmal Luftunterstützung oder sowas beabsichtigt. Sind eben auch bezeichnend dann für dieses ganze Setting und für dieses Regime, dass der Sky Marshal, der das zu verantworten hat, einfach nur sagt, ja gut, dann trete ich halt zurück, der Nächste kommt und damit ist die Geschichte mit diesen 100.000 Toten dann aber auch gegessen. Da wird niemand zur Verantwortung gezogen oder so. Er verliert einfach nur seinen Posten, geht dann wahrscheinlich in Rente und seine Nachfolgerin kann jetzt den ganzen Schlamassel ausbaden. Ich habe bei Mass Effect als Shepard gerade 300.000 umgebracht, gab auch keine Konsequenzen. Doch, kommt noch. Okay. Keine Sorge. Ja, nee, also das fand ich auch wieder bezeichnend, dass einfach der oberste Anführer sagt, ja gut, war nix, ne, versucht's halt ein anderer, ich bin nochmal weg, ciao. Ja, denn dieses Desaster können wir ja ein bisschen vorgreifen, ne? Die sind dann ja alle in ihrem Training, weil sie schreiben sich alle aus unterschiedlichen Motivationen ein. Also, ne, Rico ja, um Carmen nahe zu sein. Carmen, weil sie einfach Bock hat, Pilotin ins Raumschiff zu fliegen. Ja. Was ich persönlich recht nachvollziehen kann, weil es ist, glaube ich, schon cool, im All rumzufliegen. Aber die haben halt alle, merkt man ja auch da, überhaupt keinen Begriff davon, was es heißt, in einen möglichen Kriegszustand zu fliegen. Und diese ganze Szenerie in diesem Trainingslager ist geprägt von Drill Sergeant-Tum, was auch so ein bisschen an, jetzt nicht Apocalypse Now, sondern der andere Full Metal Jacket, genau, erinnert. Ja. Und, das Drill Sergeant-Ding auf jeden Fall, ja. Ja, mit Sergeant Sim. Der ist so toll. Der ist toll. Der ist ja nachher auch Recruit Sim. Private. Heißt es auf Deutsch Rekruten? Ja, Rekruten. Ja. Auf Deutsch sind es alles Rekruten. Und da bildet sich eben so diese Kerntruppe raus an Buddies und Pals, die, wo du weißt, die Person wird sterben. Da müssen ein paar von sterben, damit eben die Hauptcharaktere einen Lernprozess durchmachen. Einen Lernprozess, etwas wachsen, ungefähr so Bierkastenhöhe wachsen. Tja. Yeah. Und das geht alles vor und zurück bis eben zu diesem schicksalshaften Tag, wo es dann zu der letzten Übung kommt und Rico hat sich irgendwie ausgezeichnet, ist dann der Squad-Leader und soll das Ganze mal anleiten, diese Übung. Mhm. Da schießen sie ja mit scharfer Munition und der Farmer-Private, hat ein Problem mit seinem Helm und Rico sagt, ja, zeig doch mal her, gib mir mal deinen Helm in dieser Feuerübung und dann kriegt er halt eine Kugel in den Kopf, der halbe Schädel ist weg und Rico ruft, Sanitäter! Sanitäter! Und das Erste, was man aus dem Off hört, du bist deines Kommandos enthoben. Ja.
Weil er will dann gehen und soll oder will durch dieses Tor der Schande gehen, oder wie sie das auch nennen. Ja. Erstmal wird er noch und ausgepeitscht. Ah ja, 10 Hiebe. Genau. Administrative Bestrafung. Die wurde auch wieder eingeführt mit diesem Regime. Das ist in der englischen Version wird das früher auch schon angesprochen. Ich weiß nicht mehr genau wo, dass dann halt diese öffentlichen Bestrafungen gang und gäbe sind. Also nicht nur im Militär, sondern auch unter den Zivilisten. Ja, ja, da gab es auch irgend so einen Mörder, der... Ja, die Verhandlung fand ich ja das Beste. Ja. Dann sieht man dieses Video, wie dieser Mörder vor den Richter geführt wird und der guckt ihn nur kurz an. Schuldig! Und dann wird der die Strafe Exekution auf dem elektrischen Stuhl oder so. Und dann wird eingeblendet heute Abend um, keine Ahnung, 21 Uhr auf allen Kanälen. Also man kann es auch gar nicht umgehen. Wenn man den Fernseher einschaltet um 21 Uhr, dann muss man sich diese Exekution angucken. Zeigt auch mal wieder dieses Design von diesem politischen System, das dahinter steckt. Nur noch ein Kommentar zum Anfang. Es hat über 22 Minuten, glaube ich, gedauert, bis die überhaupt beim Militär angekommen waren. Das fand ich ziemlich lang. Das hatte ich gar nicht so in Erinnerung, dass doch so viel Zeit darauf ausgewählt wurde, so diese Schulzeit da noch zu zeigen. Ja, was auch noch wichtig ist später, man hat ja auch gesehen, dass Karl telepathische Fähigkeiten besitzt. Ja. Also es scheint wohl in diesem Universum möglich zu sein, dass Menschen telepathische Fähigkeiten haben. Genau, deswegen geht der nämlich zur Abwehr. Nee, wie nennt sich das? Geheimdienst. Geheimdienst, genau. Ja. Militärischer Nachrichtendienst. Ja. Die werden ja irgendwie eingeteilt dann bei der Rekrutierung. Und man merkt ja auch, dass Rico so ziemlich gar nichts kann. In Mathe ist er schlecht, alle anderen Sachen auch. Ist halt groß, stark und schnell. Ja, er ist mobile Infanterie hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ja. Sagt der Rekrutierungsstempler ohne Beine. In einer Metallhand und ohne Beine. Der hat übrigens wirklich keine Beine. Das war dann wohl der beste Special-Effekt. Extra für den Film. Der beste Schauspieler. Das war sehr makaber. Und dann gucken sie sich ja alle drei so an und fangen an zu lachen. Als er das sagt, weil sie sehen ja dann auch, dass er keine Beine mehr hat. Und Rico ist erstmal total geschockt und die anderen beiden fangen an zu lachen. Ja. Ja, trolliger Typ. Ja, keine Beine mehr. Ja. So, dann wieder, ich wollte ja nur noch sagen, das hat 22 Minuten gedauert, dann wieder, bleibt Rico doch beim Militär, weil... Genau, weil er ruft ja dann seine Eltern an und sagt, ihr hattet recht, ist alles scheiße, ich komme wieder zurück. Und genau in dem Moment schlägt dann der Asteroid auf Buenos Aires ein, den hier Carmen und Xander quasi kurz vorher entdeckt haben, wo sie mit ihrem Schiff noch im letzten Moment ausweichen konnten. Wie auch immer der es geschafft hat, von einem Ende der Milchstraße zum anderen zu fliegen innerhalb von einem Tag. Aber das ist ja egal. Das weiß ja auch übrigens keiner, ob dieser Asteroid überhaupt von den Bugs geschickt wurde oder ob das einfach Zufall war. Ja, oder halt vom eigenen Militär oder so wurde. Auch das wäre möglich. Oha. Vor allen Dingen haben sie ja so über Luna, also über den Mond, ja diese riesigen Verteidigungslinien gebaut. Und lustigerweise wird dieser Asteroid aber nicht abgeschossen. Ja. Man könnte fast meinen, sie haben ihn gebraucht, um nochmal ein bisschen Motivation zu holen. Weil so schnell kann der ja jetzt nicht fliegen. Nee. Dass er einfach so vorbeirauscht über diese Distanz. Ich hatte aber irgendwie schon den Eindruck, dass es gibt ja Hyperraumsprünge in dem Universum, dass der aus dem Hyperraum kommt. Ja, sie sagen irgendwann später, dass die Bugs mit ihrem Plasma die Asteroiden aus den Umlaufbahnen des Asteroidenfeldes feuern. Also, ach so. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall schlägt auch keine Rolle. Genau, er schlägt auf jeden Fall in Buenos Aires ein und tötet halt alle. Also auch die Familie von Rico und Ibanez. Ist auf jeden Fall nicht so, dass da jetzt sozusagen Bugsporen auf die Erde kommen und das sind jetzt auch Bugs, oder? Also es ist wirklich nur ein Asteroideneinschlag. Das ist in diesem Film nichts. Ja. Genau. Dann sieht man ja auch die Szene, also dann Buenos Aires und wie viele Tote und man sieht dann auch die Szenen, wo sie die Leichen aus den Trümmern ziehen und so. Also es ist sehr explizit dargestellt, auch in dieser Nachrichtensendung, einfach um die Leute zu motivieren, denke ich mal. Und da gibt es dann einen Typ, der sagt, nur ein toter Bug ist ein guter Bug. Ja, genau. Also der Film hat sehr viele ikonische One-Liner. Ja. Genau, das führt halt dazu, dass Rico wieder zurück möchte ins Militär, obwohl er ja bereits das Entlassungsgesuch unterschrieben hat. Das schafft er dann auch und geht doch nicht durch das Tor der Schande. Genau. Und ihre Unterschrift auf diesem Papier will ja auch mitkämpfen, aber
sein General oder wer auch immer da das Lager leitet, sagt er, die einzige Möglichkeit für ihn mitzukämpfen ist, wenn er wieder Private wird. Genau. Und er zieht es durch. Wie man am Ende das zieht. Das finde ich schon, wenn sie jetzt sagen, Sergeant, und er so zeigt auf sein Abzeichen, ich bin doch nur Rekrut, Sir. Ja, dann sieht man, wie sie abrücken, und dann sieht man auch diese riesige Mondstation, das ist schon ziemlich cool. Dieser mit diesen riesigen Geschützen, die nicht schaffen, einen Asteroiden abzuschießen. Ja, genau. Der ist aber ja so ein ganzer Gürtel um den Mond rum, gell, wo sie dann abdocken. Ja, wo dann irgendwas quasi wahrscheinlich die Werft ist und auch gleichzeitig Verteidigungslinie gegen anfliegende Asteroiden. Ich glaube nur die Werft. Ja, man sieht doch die riesigen Geschütze, an denen sie vorbeifliegen. Oder vielleicht schießen sie damit Leute ab, die versuchen zu fliehen. Das kann sein. Die kann man quasi nur auf die Erde richten. Es war halt, kam halt von der anderen Seite, wo der Mond gerade nicht war. Ja. Ja, und man sieht ja dann auch, dass Carmen anscheinend tatsächlich ein Faible dafür hat zu fliegen. Weil es gibt ja diese eine Szene, wo sie dann mit diesem kleinen Shuttle durch diese Anlage fliegt, um quasi zu ihrem neuen Schiff zu kommen, auf das sie versetzt wurde. Und ja, da fliegt sie etwas schnell. Hat auf Wombratten geschossen zu Hause immer. Ja. Die sind auch nicht größer als 2 Meter. Das war die Szene mit Amy Smart, wo sie dann quasi mit ihr geflogen ist. Und dann noch diese 2 Jungs im Hintergrund und dann so, oh nein, nicht schon wieder Ibanez, die ist doch verrückt. Und sie fliegt einfach den most complicated way von der Shuttle-Rampe durch den Ring anstatt oben drüber. Nur weil sie so. Und schaut dabei auch die ganze Zeit so, als würde sie eine Tierdoku gucken oder so. Ah. Die mir weiß, was sie gesehen hat während des Drehs vorne. Acid. Aber Space Acid. Sie ist ja auch sehr gut. Hin und her getanzt hat. Sie ist ja sehr gut, weil sie korrigiert dann auch gleich den Kurs, wenn sie Dienst hat dann auf dem Truppentransporter. Ich habe ganz vergessen, wie das Schiff hieß. Roger Young. Roger Young, genau. Ja, die haben alle Namen von Personen, oder? Ja. Ja. Ich kann mir nicht mal die Namen von Menschen merken. Schiffe, ja, das sind ja Schiffe, Personennamen haben. Das ist ja noch schlimmer. Ich hab doch gar kein Gesicht zu Roger Young. Nur weil sie den Kurs eigenmächtig geändert hat, sind sie ja erst mit diesem Asteroiden kollidiert. Das bin ich mir nicht so sicher, ob das anders nicht passiert wäre. Aber wahrscheinlich schon. Und dann haben sie ja oben ihr Kommunikationsdingens verloren. Ja. Und dadurch konnten sie die Erde ja angeblich nicht warnen vor diesem Asteroiden. Aber was auch lustig war, also sie hat ja den Kurs korrigiert und danach sagt der Computer, der Kurs ist optimal. Ist ja nicht so, dass der Computer vorher sagen kann. Ja. Das ist auch so dumm, diese Meldung. Dieser Kurs ist optimal. Ja, warum hast du den vorher nicht genommen, du Trottel? Vor allem optimal, wofür? Ja, für da, wo sie hinwollen. Ja, um von links nach rechts. Das ist schon klar. Ja. Vorher war ein Kreis halt drin. Oh nein, nicht schon wieder. Ja, sind ja immer Kreise drin beim Weltraumflug. Das ist jetzt ein optimalerer Kreis. Richtiger Kreis. Ein runder Kreis. Ja, genau. Und dann kommt der Angriff vom Anfang, oder? Dann diese Landung auf kommt so langsam der Angriff von Anfang. Die prügeln sich noch ein bisschen, weil der... Genau, der ist auf dieser Raumstation. Genau, weil hier der richtige Pilot, der jetzt Ausbilder ist von der, wie heißt sie denn, Denise? Von der nicht richtigen. Von Carmen, genau. Carmen Ibanez. Die, das ist ja der Typ, gegen den Rico vorher schon Football gespielt hat. Und sie sind ja so ein bisschen so Rivalen. Und er krallt sich jetzt Carmen so nach und nach. Und dann deswegen kloppen die sich noch mal. Ja, er ist ja auch Offizier, er ist ja auch Lieutenant und bei der mobilen Infanterie sind ja gefühlt alles nur Mannschafter unterwegs. Ich glaube, ich habe da noch nie irgendwas oberhalb von einem Unteroffizier gesehen. Ja, der war ja aber nie im Einsatz. Piloten sind alles Offiziere. Ja, sind alles Offiziere. Das ist ja auch ist das so. Ja, ich kenne mich ja nicht aus. Ja, das ist tatsächlich so. Aber gefühlt sind da bei der Navy alles Offiziere. Weil das wird ja auch strikt getrennt zwischen mobiler Infanterie und der Navy. Das sieht man ja auch an den Uniformen. Bei Star Trek sind auch alles Offiziere. Sind ja auch Chief O'Brien. Das stimmt. Und die können sich ja auch nicht. Die streiten sich ja auch immer. Deswegen kommt es ja auch zu dieser Schlägerei, die du meintest. Genau. Ja, das ist auch so geil. Die sehen sich zum zweiten Mal im Leben und schreien sich an: Ich bring dich um! Ich bring dich um! Alles gucken erstmal zu. Genau.
Weil, ach, das hatten wir auch nicht gesagt, sie hat ja vorher mit ihm Schluss gemacht, per Post. Per Video. Ja, stimmt. Per Disc. Per Disc. Genau, weil sie sich ja auf ihre Karriere konzentrieren möchte. Genau. Ja, per Disc ist auch geil, oder? Wieso tragen sie das nicht einfach? Das wäre schade. Weiß ich nicht. Zeit der Minidisc. Genau. Ja, was soll denn der Typ dann sonst austragen? USB-Sticks? Ja, Minidiscs. Sie haben Minidisc Post. Einfach, genau. Auch geil, wie war, sie war auch gar nicht so ein schlechtes Medium eigentlich. Ja. Nee. Wie sie vor diesem nie animierten Jupiter steht. Und ist das nicht schön? Übrigens, deswegen mache ich fire. Schluss mit dir. Ja, und dann kommt Glendatu Drop mit der ikonischen Musik. Ja, wenn sie zu den Dropships rennen und die dann abgestoßen werden und sie dann nach unten fallen und der erst in seine Hand kotzt. Ach, toll. Und das sieht schon echt gut aus, da auch wieder die diese blauen Plasmastrahlen, die von unten da so hochkommen und die Raumschiffe, die dazwischen durchfliegen. Ja. Ja, die kommen auch einfach unvernünftig nah zueinander fliegen. Ja, ne? Die ganz enge Formation und die sehen, die ja hochkommen, ne? Die sehen, diese Dinger hochkommen und die Kommandantin sagt, ach, laut Geheimdienst vereinzelt und ungezielt. Und die sehen das doch. Und dann wird einfach dem Schiff vorne dran der Antrieb abgesägt, sodass es quasi in eine Kurve fliegt und einfach in das andere Schiff vorne reindonnert. Ja. Und es einfach innerhalb von 2 Sekunden 2 Schiffe zerlegt hat. Und dann siehst du, wie ihre Zahnräder so drehen. Da muss jemand einen Fehler gemacht haben. Ungezielt. Und dann irgendjemand wird ja in der Aufklärung. Bitte? Ja, da wird ja alles zerlegt im Orbit und dann kommen sie ja nachher zurück auf die Station. Also nicht nur auf dem Planeten werden die Leute zerlegt, sondern die Raumschiffe oben werden auch zerlegt. Und was da angedockt ist, das ist ja kaum mehr der Rede wert, Raumschiff genannt zu werden. An teilweise weiß ich gar nicht, wie die da hingekommen sind. Ohne Antrieb. Oder die überhaupt oder so. Da andocken lassen. So, ja, hier explodiert alles, können wir andocken? Ja klar, kommt mal ran. Brand im im Weltraum ist sehr, sehr gefährlich, habe ich mir sagen lassen. Ja, und dann auf der Station liegen ja die zerteilten Überreste der noch lebenden mobilen Infanterie. Und Rico ist im Bagdad-Tank. Ja, das weiß Carmen ja nicht. Ne? Carmen er sucht ja und sagt, Rico ist KIA. Mhm. Ja. Ist dann aber im Bagdad-Tank, wo ich mir auch denke, ne, da ist so ein Ding und flickt seine Wunde zusammen und irgendwie 3 Räume weiter liegen 4 Dutzend Leute ohne Gliedmaßen, wo ich denke, warum habt ihr nicht mehr Tanks, wenn ihr all diesen Scheiß wieder nachwachsen lassen könnt? Ja, das geht nicht, es geht nur zusammenflicken, wie der dran geht. Das geht nur, wenn du eine Sprechrolle hast. Ja, und es kommt auch drauf an, um wen es geht. Also der hat ja ganz klar Potenzial. Ja, das stimmt auch. Ja. Die anderen, die können auch im Rekrutierungsbüro arbeiten. Ja. Und jetzt muss er aber noch 3 Tage drin bleiben und dann ist wieder alles gut. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wie geht's denn dann eigentlich weiter. Achso, dann kommt erstmal diese Szene in Genf von der UNO, oder wie man das dann nennt, Federation. Die Föderation. Council. Ja. Dann. Ja, wo hier Sky Marshall Dienst zurücktritt und einfach sagt, ja, war nix, ne? Schade. Genau. Nächster Versuch. Und dann die neue Sky Marshall sagt, man sollte vielleicht erstmal den Feind verstehen, bevor man ihn angreift. Und dann gibt's da noch diese Fernsehdiskussion, oder? Wo der Wissenschaftler sagt, vielleicht, vielleicht sind sie ja doch intelligent. Nein, sie sind nicht intelligent. Absurd. Ja, das ist, finde ich echt toll, weil das zeigt einfach, wie die dazu stehen. Die kommen erst gar nicht auf die Idee zu sagen, dass das eine gleichwertige Zivilisation ist, weil das sind doch nur Käfer. Wie können die denn so gut sein wie wir? Genau. Und dann sagt er ja auch, ja, eigentlich kämpfen sie nur, weil wir in ihr Territorium eingetreten sind. Und die Frau da, 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 da. Ach so, man hat ja noch gesehen, wie die so einen Flakkäfer gesprengt haben. Auch mit einer, ich glaube, es war auch eine Atomrakete, oder? Atomgranate. Ja. das kommt, ach ja, genau. Nee, das war am Anfang von Glendatu, ja. Genau. Wenn sie diesen Plasmabug zerstören. Kann man ja mal machen. Man kann ja einfach mal Nuklearraketen 20 Meter vor sich in die Luft jagen. Die haben ja auch dann so kleine Pilzwolken. Das finde ich auch. Ja. Schön.
Weil was ist denn charakteristisch für so eine Atombombe? Wir brauchen auf jeden Fall eine Pilzbombe. Machen wir so eine 5 Meter hoch. Naja, und dann geht's wieder weiter mit Militär. Dann kommen sie dann nicht schon zu ihrer neuen Einheit, weil sie sind ja quasi die einzigen Überlebenden von ihrer alten Einheit. Ja. Die anderen, die wir auch in der Ausbildung kennengelernt haben, sind ja alle gestorben auf Glendatu. Es sind ja wirklich nur die drei, also hier Levi, Flores und Rico sind die drei einzigen, die überlebt haben. Ja. Der Farmer hat es ja nicht mal dahin geschafft, aber der Bücherautor und was wollte noch? Ach ja, die Frau, die Kinder kriegen wollte, ist ja in so ein Loch reingefallen und wurde dann unterirdisch von so einem Bug rein in die Höhle gezogen. Die hat, glaube ich, ein schlimmes Schicksal. Dann gab es noch den Hispanic. Ja. Weiß ich gar nicht mehr, was seine Motivation war. War das nicht der Politiker? War das der Politiker? Nee, die Politikerin hat den anderen erschossen. Die musste das war die andere Frau. Genau. Nee, er, genau. Bei ihm hieß es, sein Vater hat gesagt, er geht auf die Uni und soll studieren. Und er hat gesagt, nö, ich gehe zum Militär. Er konnte auf die Uni, aber sein Vater hat gesagt, es ist zu teuer. Ach so, oder so war das, genau. So rum war es, weil Rico ist ja quasi umgekehrt. Jetzt lasse ich mir das bezahlen, genau. Genau, ja. Und der andere, der mit dem Milchbubi-Gesicht, der hat doch gesagt, er möchte Journalist werden oder so. Oder will ein Buch schreiben. Also im Deutschen will er halt Autor werden. Und ja, genau. Deswegen auch so neugierig. Quasi nach Inspiration, genau. Ja. Und das ist ja der, der dann einfach in der Mitte durchgeschnitten wird. Und die Hälfte landet dann ja auf Rico und macht so ein schön saftiges Geräusch, wenn er auf ihm aufschlägt. Ja, so ungefähr. Dann kommen sie in die Einheit von dem, den sie schon kennen, nämlich dem alten Lehrer. Ja. Das stimmt. Ich sehe seinen Namen vor mir, aber ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Redjacks, Rednecks. Roughnecks. Aber Rednecks wäre auch geil. Ja, würde auch passen bei vielen von ihnen. Redjacks, stimmt, Rednecks. Geige gibt es ja auch. Einfach so ein dummes Geräusch. Oder das war doch Rednecks mit der Geige. Hä? Wie gab sich diese Band, die Rednecks, die hatten doch auch immer so Geige. Oh ja. Kann sein. Genau. Weiß nicht. Waren das nicht die, die Cotton Eye Joe gesungen haben? Ja, genau. Die meine. Ja. Passt auch der Geige spielende, wie hieß er, Ace? Der große Blonde. Ja. Genau. Der passt auch zu den Rednecks. Wie er die ganze Zeit immer sagt, er sagt ja auch am Anfang, er wird Berufssoldat und Karriere und alles. Ganz, ganz hochkommender Generalität, was auch immer. Und er bleibt immer private, weil er immer sagt, nee, das ja, ist gut, nichts für mich. Er merkt es ja aber auch selber irgendwann. Ja. Ich glaube, auf Glendatu, da weiß er doch gleich nicht, was er tun soll. Ja, und dann genau, Rico übernimmt dann wieder. Und dann sagt er. Wobei auch, also das fand ich schon auch ein bisschen witzig. Weißt du, wie die Leute hier den Mann mit den Zehen fragen, was sollen wir tun? Und er friert ein und Rico dann was? Mit seinem genialen Plan, ja genau, Angriff. Ja, gut, da hätte jetzt vielleicht auch jeder... Ein richtiger Anführer ist. Weiß nicht, ob er in der Taktikschulung so richtig aufgepasst hat. Ich glaube, da ging es ja eher darum, dass er mit dem Stress nicht klarkommt, der andere, und einfach nicht funktioniert hat. Und Rico hat natürlich funktioniert. Ja. Bis er dann Rückzug gerufen hat. Kurze Zeit später. Ja, dann kommen sie jetzt zur neuen Einheit und werden ihrem neuen Offizier vorgestellt und kriegen erstmal groß, also zwei von ihnen kriegen dann erstmal große Augen. Weil ihr Lehrer mit einer Metallhand in den Raum kommt. Weil er hatte ja quasi einen Arm weniger. Das hatte man ja am Anfang gesehen. Da hat er noch keine Prothese getragen. Und jetzt hat er ja quasi einen neuen Arm bekommen, damit er weiterkämpfen kann. Offensichtlich hat er sich auch wieder zum Dienst gemeldet. Ja, aber er ist nicht Rekrut geworden, sondern Captain. Lieutenant. Lieutenant. Wie cool. Weil er ist ja immer noch bei der Infanterie. Ja. Dann weiter unten angesiedelt in der Offizierslaufbahn. Also er ist quasi das, was hier unsere Piloten quasi instant geworden sind. Genau. Ja, aber ja, und er glaubt, der ist glaubt ja Veteran, das, oder? Was er den Schülern da erzählt selber. Ja. Ja, aber ich habe ihn jetzt als Veteran aus irgendeinem anderen. Ja, Krieg. Ja, deswegen hatte der vorher schon keinen Arm mehr wahrscheinlich. Der war Reservist. Er hat vorher schon gekämpft. Ja. Ja.
Okay, aber Lehrer und Truppenführer ist auch, ne, habe ich sofort an Private James Ryan gedacht. Saving Ryan. Nur mit dem Unterschied, dass er wahrscheinlich eingezogen wurde, also Tom, die Figur, die Tom Hanks spielt. Ja. Ja, wahrscheinlich. Obwohl, da ist er bestimmt auch Reservist oder so. Der hat auch einen Offizier, der ist ja auch Captain. Ja, aber da haben doch da irgendwie alle möglichen Akademiker eingezogen als Offizier, oder? War das nicht so im Zweiten Weltkrieg? Ah, deswegen, wenn du Akademiker bist, kriegst du nicht nur ein höheres Gehalt, sondern du kriegst auch direkt eine Offizierspatente. So ist das. Ist mein Doktor ja doch zu was gut. Ja, wenn Krieg gibt, darfst du sofort alle Truppen führen. Sofort General. General der Schweizer Garde. Ja, ich mach dann wieder Zivildienst. Ja, und dann haben sie ihren ersten Einsatz und der wird ja tatsächlich vorbereitet mit einer Bombardierung. Ein Bombardement, ja. Genau, was anscheinend doch möglich ist, wenn man das möchte. Ja, denn die neue Sky Marshall hat ja eine andere Herangehensweise. Nur die Bugs sind halt nicht dumm und haben dann einfach nur einen Arsch voll ihrer Drohnen geopfert, während sich die anderen in den Höhlen versteckt haben. Ja. Und da gibt es dann zum ersten Mal fliegende Bugs. Nee, das ist der andere Planet. Wir sind noch einen vorher. Echt? Jetzt kommt der Tanker-Bug aus dem Boden mit dem Flammenwerfer in der Nase. Ich dachte, das ist der gleiche Planet. Wo? Verdammt. Nee. Okay. Nee, werden dann auch doch. Ich weiß auch nicht mehr. Die werden ja auch nicht einfach mal Bendesfeld. Ich hab bin nämlich auch. Ja, sie sind ja auch alle auf. Sind ja immer am gleichen Ort gedreht anscheinend. Also irgendwie im mittleren Westen der USA. In irgendeinem Canyon. Und, ja, da beginnt Rico den Aufstieg seiner Militärkarriere, die sich zusammenfassen lässt in ich stehe zur richtigen Zeit neben dem Lieutenant. Ich stehe immer daneben, wenn der andere stirbt. Genau. Das ist ja dann tatsächlich auf dem nächsten Planet. Also erstmal auf dem, wo sie sind, tötet er diesen Tanker, indem er ihm die Granate in den Rücken steckt, glaube ich. Ja, ach, und genau. Wird dann Squad-Leader. Ja, genau. Ja. Genau. Sergeant wird er dann, oder? Nee, da wird er, glaube ich, noch nichts... Sondern, oder? Doch, er wird glaube ich, zu Corporal ernannt. Genau, zu Corporal, weil der andere. Ja, Corporal. Und dann braucht er einen Squad-Leader und fragt dann erst Ace, der überhaupt nichts gemacht hat irgendwie. Und der sagt dann, ah, nö, das ist nichts für mich. Und dann fragt er ja Dizzy. Genau, und dann schlagen sie mit ihren Helmen zusammen. Ja. Und dann kommen sie auf den nächsten Planeten, den Planeten P. Was ja auch ein toller Name ist. Ja, und der Planet Glendato wurde ja K dann genannt. Ich glaube, die haben dann einfach die Anfangsbuchstaben genommen. Weil der eine Planet heißt, haben sie einen Pegel? Der heißt vielleicht Plendatu. Plendatu, okay. Genau, dann kommt es jetzt zu dieser Szene in diesem Canyon, wo die Flieger kommen und dann den nächsthöheren Unteroffizier töten. Der den Funk, der getötet wird, wegen er Funk. Genau. Ah, vom Lieutenant, und, stimmt. Ja. Der erlöst ihn ja mit einem Schuss in die Brust. Und sagt ja auch, das will ich auch, dass jeder Soldat hier für mich tut. Foreshadowing. Ja. Und, dann wird Rico wieder befördert. Genau. Ja, jetzt Acting Sergeant oder sowas, genau. Weil anscheinend die Sergeants immer mit dem Mikrofon rumlaufen. Ja. Funkgerät. Ja, da ist ja ein Mikrofon dran, Mann. Okay. Der ist nur mit dem Mikrofon nach oben gelaufen. Hat sich gewundert, dass es nicht funktioniert. Einen Sender unten vergessen. Ja. Haben Sie das Kabel dran, Sergeant? Ach, Mensch. Machen wir schon wieder runter. Übrigens, die Tanks machen Orangenschleim und die normalen Bugs grünen Schleim. Stimmt, ja. Und fies war noch diese eine Szene auch, wo der, ich glaube, die Tanks spucken auch Feuer oder so ein Napalm. Ja, wo der Frau Arm wegbrennt, ja. Das ist so ein flüssiges Feuer. Das sieht man auch sehr schön, so sehr genau. Die haben irgendwie zwei Antennen vor ihrem Rüssel und da sprühen halt erst so elektrische Funken und dann spritzt der da, was auch immer, seine Napalmflüssigkeit rein. Mhm. Also finde ich schon cool, dass sie sich darüber Gedanken gemacht haben und er nicht einfach nur Feuer spuckt. Mhm. Das ist so kleine, schöne Details. Und das ist ja auch wirklich richtig schön, wie ihr erst, also wie das Fleisch wegbrennt, dann siehst du den Knochen, dann wird der Knochen schwarz und dann fällt der Knochen einfach ab. Also wird immer kleiner und zerpulvert dann quasi in dem Feuer. Und dann hat sie nur noch den Stumpf in der Hand. Was aber den Vorteil hat, dass sie die ganze Scheiße überlebt, im Gegensatz zu vielen anderen. Ja. Sie wird dann Lehrerin für die nächste Generation. Richtig. Vielleicht ist dem anderen das genauso passiert, man weiß es ja nicht. Ja.
Und dann kommen sie ja bei diesem Außenposten an, den ich vom Design her tatsächlich ziemlich cool fand, muss ich sagen. Mhm. Man muss aber auch dazu sagen, sie sind da ja wirklich hingegangen, weil dieser Außenposten anscheinend ein Notsignal gesendet hat. Genau. Die sind nicht einfach nur rumgestreift. Genau, sie haben ein Notsignal bekommen von diesem Außenposten, dass die angegriffen werden und sind da hingekommen. Und ja, als sie ankamen, und alle lagen da halt ein paar tote Bugs und ein paar mehr tote Menschen. Und manchen wurde sogar das Gehirn ausgesaugt. Das ganze Gehirn weggelöscht. An der Funk, das ist auch wieder mal so ein Satz aus dem Film. Ein schönes Zitat. Das ganze Gehirn weggelutscht. Genau, der Typ, der an der Funke sitzt, hat plötzlich ein Loch im Kopf. Genau. Der hat dieses Loch im Kopf und sie hören dann ja so ein Geklapper und so weiter. Und dann fällt ein General aus dem Tiefkühlschrank oder so. Der erscheint mir ein bisschen unterkühlt. Und erzählt eben ja, dass dieser Bug dem Funker diese Dinge hat tun lassen und das ist quasi eine Falle. Und in dem Moment kommen ja ganz viele, also wirklich viele Bugs. Und das ist auch so für mich die Szene, die mir immer im Kopf geblieben ist. Weil ich weiß nicht, seit wann ich den Film nicht mehr gesehen hatte bis vor kurzem. Aber halt diese Szene, wo die im Lager sind und aus allen Himmelsrichtungen diese Myriaden an Drohnen herbeikommen, das ist mir immer im Kopf geblieben. Ja. Aber sie schießen weiterhin mit ihren Sturmgewehren, wo sie 800 Schuss für einen Bug brauchen, statt irgendwie mal eine Granate da reinzuwerfen. Ja, das stimmt. Das macht er dann später, indem er dem Tanker-Bug die Granate diesmal ins Maul wirft. Ja, stimmt. Und der dann nochmal dumm in die Kamera guckt, bevor sein Kopf explodiert. Ja, das macht ja Dizzy. Ja, das stimmt. Ihre letzte Tat. Dann ist sie stolz, dass sie auch einen Tanker umgebracht hat und dann wird sie aufgespießt. Ja. Kurz nachdem sich der Boden aufgetan hat und der Lieutenant hineinfällt und zur Hälfte aufgefressen wird, weil irgendwas ist unter diesem Sand, was ihn eben durchtrennt und dann schießt Rico ihm auch in die Brust und damit ist er dann Lieutenant, ne? Muss ja. Es kann ja nur einen geben. Acting-Lutent. Leider war der General schon vorher tot, sonst wäre er jetzt vielleicht schon General. Das war aber auch eine schöne Szene, wie sie diesen Flieger-Bug abschießen und er genau auf diesen General fällt. So und diese geil, riesige Blutflatsche auf dem Boden ist. Die beiden der Soldaten Lutent sich nur gesagt angucken. Hätte, Rico, Sie sind jetzt General. Das wäre auch passend gewesen. Aber ich fand schön, wie hier Levi und Rico sich angucken und Levi einfach nur so grinst, nachdem der General gefetzt wurde. Ja. Dann werden sie abgeholt. Genau, in der letzten Sekunde, weil es gibt ja nur eine Pilotin, die verrückt genug ist, in diesem Lager zu landen. Ja. Und das ist eben Carmen. Genau. Die mit Sender zusammen dann landet. Und dann sieht man auch schön, dass die Navy einfach bessere Ausrüstung hat, weil der hat ja tatsächlich ein anderes Sturmgewehr in der Hand. Und da killt er quasi mit einer Kugel einen Bug. Er schwenkt das Gewehr einmal von links nach rechts und räuchert einfach alles aus, was vor ihm steht. Also man merkt auch tatsächlich, dass die mobile Infanterie einfach nur Dreckswaffen bekommt, weil man damit rechnet, dass die nicht mehr zurückkommen. Warum sollte man denen dann die teuren, guten Sachen geben, die dann auf dem Planeten liegen bleiben? Das aber im Film einfach wirklich so fundamental anders als im Buch. Ich muss das jetzt gerade noch mal sagen. Also weil im Buch, da sind das richtig krasse Elite-Typen, die mobile Infanterie, die mit ihren Kampfanzügen mega krass ausgerüstet sind. Space Marines. Ja. Also da fehlt so dieser Ihr seid alle völlig expendable Aspekt, den gibt's so in dem Buch nicht. Hm. Da dürfen, glaube ich, auch gar keine Frauen mitmachen. Ja, weil, muss man ja auch dazu sagen, Dizzy Flores ist im Buch ja auch ein Mann. Also der Charakter von Dina Meyer ist im Buch ein Mann und der beste Freund von Johnny Rico. Ah, okay, ja, aber die haben dann nicht diese Szene wie im Film. Doch. Dieser das finde ich aber schön, Aspekt da im Film mit, es gibt irgendwie keine Unterschiede mehr zwischen Männern und Frauen und unterschiedliche Hautfarben sind auch kein Problem und so. Ja. Die sind alle gleich faschistoid. Ja, genau. Sind alles Nazis. Solange ihr euch alle eine Uniform anzieht und mitmarschiert,
Ja, da wurde es ja ersetzt. Ist das, ja. Weil da gibt es ja Citizens und wie hießen die anderen? Civilians. Ja, Civilians. Ja. Das ist da ja die Diskriminierungsschiene. Ja, nein, ich würde den Kreis eher noch weiter ziehen. Also wenn du einen Feind wie die Bugs hast, dann brauchst du, also weil es gibt jetzt auch keinen Konflikt zwischen Citizens und Civilians. Nö, keinen offenen, aber wir wissen... Ja, und also, auch kein richtig... Ja, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, wenn die halt nicht wählen dürfen und so weiter, will ich schon sagen, dass es da Konflikte gibt. Ja, aber dafür entscheiden... Ja. Aber wenn du so einen Feind von außen hast, dann... Musst du dir keinen eigenen suchen. Ja, genau. Das stimmt, ja. Vor allem, wenn der so schön im Fernsehen dargestellt wird. So objektiv. Mehr wissen. Ich habe überlegt, ob sie größere Waffen bekommen haben beim zweiten Planeten. Ich hatte den Eindruck, aber ich bin mir nicht sicher. Also Am Ende haben sie die größeren. Im Abspann. Ja, die sehen schon echt groß aus, die Gewehre, vor allem in den Händen von Kindern. Das ist ja auch so einer dieser Propagandaspots. Hier, wollt ihr mal mein Sturmgewehr halten? Ja. Und dann halten sie ja noch Hände voll mit echter Munition und die Kinder greifen ja, einfach so zu. Die wie Süßigkeiten. Ja. Ja, sie werden rausgeholt und Rico will ja dann, ne, dass dieser ganze Planet hier dem Erdboden gleich gemacht worden ist, weil da ist ja sind so viele Roughnecks gestorben. Und dann sagt Carmen, nee, geht nicht. Wir haben aber einen neuen Plan. Die Flotte formiert sich, um dann eben jetzt nochmal Klendatu anzugreifen. Weil Peter Venkman ist zurück. Also ich glaube, jetzt ist es wieder Klendatu, um eben den Brainback. Nee, das ist der gleiche Planet. Das ist der Planet P. Ja. Die also denken, immer dass noch der Brainback auf dem Planeten versteckt. Ah, okay. Siehste, weil da kommt doch der Geheimdienst. Alle gleich aussehen, die Planeten. Der Geheimdiensttyp und sagt, ich habe hier, also wir haben jetzt rausgefunden, es gibt hier wohl diesen nochmal zurück. Brainbug. Und dann sagt er ja auch, wir haben schon erwartet, dass da unten ein Brainbug ist und wir haben euch quasi nur reingeschickt, genau, um das zu bestätigen. Und dann ist Rico erstmal angepisst, so nach dem Motto, ja, wir sterben und ihr habt hier oben ein schönes Leben. Und dann, wie Phil aber sagt, ändert sich seine Meinung ja innerhalb von Minuten und dann sagt er, aber dafür ist die mobile Infanterie ja da, was sollen wir als nächstes tun? Und dann ja, dann wird er zum Lieutenant befördert. Von Karl, der anscheinend einfach so Feldbeförderung vergeben darf. Auf Schiffen, der Navy. Der hat ja auch einen Gestapo-Umhang an. Ja, diese Nazi-Uniformen da sind schon sehr offensichtlich. Genau, und der nächste Einsatz ist wieder der Planet P, ja, aber diesmal mit allem Mann. Das erkennt jeder, oder? Ja. Das also, ist Paul Verhoeven das, auch. Dass das Wehrmacht-Kluft ist. Hat sich drüber aufgeregt. Ja, er hat gesagt, ich habe sogar einen in eine SS-Uniform gesteckt und keiner hat es gemerkt. Also offensichtlich hat es niemand gemerkt von seinen Kritikern, worauf er anspielen wollte. Ja. Also ich glaube, diese Uniform von Karl, die er da getragen hat, mit diesem langen schwarzen Ledermantel und dem großen schwarzen Hut, das hätte sie auch schon sein können. Das meinte er auch, als er gesagt hat, ich habe sogar einen in eine SS-Uniform gesteckt und niemand hat es gemerkt. Aber es bezog sich, glaube ich, dann eher auf amerikanische Kritiker. Ja gut, das grafen die sowieso nicht. Da weiß ich, ob wir das jetzt. Da gab es tatsächlich eine lustige Szene. Oder es gab ja tatsächlich zweimal Brüste in diesem Film zu sehen, was ja gar nicht geht. Deswegen der Indizierungsdings. Ach, nee, das wäre in den USA gewesen. Und da gab es dann später diese Szene in der Dusche, wo sich alle ausziehen. Und tatsächlich. Wie man haben das halt die, so macht unter der Dusche. Genau. Und die Schauspieler haben nur gesagt, also das waren tatsächlich alles keine Body-Double, das waren tatsächlich alles die wirklichen Schauspieler. Die haben gesagt, wir machen das nur, also zu Verhoeven, wenn du die Szene nackt filmst. Ach so. Und er hat es getan. Ja, gut, damit muss man halt, das muss man sich, ja. Damit einen Niederländer erpressen, ist eine super Idee. Und dann hat er auch gesagt, er findet es merkwürdig, dass er von diesen Nacktszenen, wo es wohl mehr gegeben hat, so viele rausschneiden musste in Amerika, aber sich niemand darüber aufgeregt hat, was für brutale Szenen er gedreht hat. Ja, welcome to the USA. Ja, was hat er gesagt? A bare breast is more difficult to get through the sensors than a body riddled with bullets. Steht in der Wikipedia als Zitat.
ja, zurück zu Planet P. Genau, jetzt geht's wieder großen Anflug. Anflug an Größenwahn. Alle schön dicht beisammen. Was und jetzt schon wieder wird Plasma hochgeschossen habe. Und alle sind geschockt, dass wieder alle Schiffe auseinanderfallen. Ja, aber offensichtlich hat ja dann der Geheimdienst diese ganzen Informationen nicht an das Militär weitergegeben. Ja, weil aber die haben sie doch das erste Mal mit ihren eigenen fucking Augen gesehen, Mann. Aber ja, aber da war es ja nur Zufall. Sie glauben selbst immer noch an die Intel. Total War kannst du eine Loose Formation drücken. Man muss nur auf X drücken, dann verteilen sich die Einheiten. Ja, offensichtlich wurde das geheim gehalten. Weil sie wussten ja, dass der Brain Doctor unten ist und wussten auch, dass der quasi die Verteidigung koordiniert, aber sie haben einfach ihre Leute wieder so mit der Schaufel einfach auf den Planeten geschippt, in der Hoffnung, dass irgendjemand durchkommt. Ja, aber sie werden ja auch, viel. Sie werden ja auch diesmal fast weggekommen. Die sind ja sozusagen erst beim Countdown zum Sprung sind sie ja in der Mitte durchgeschossen worden. Ja, aber auch nur, weil sie wegspringen wollten, weil sie beschossen wurden. Das war nicht der. War ja der viele andere um sie rum, waren ja alle tot. Stimmt. Aber das fand ich sah echt auch gut aus, als dieses Schiff zerbrochen ist. Ja, das stimmt. Diese ganzen unterschiedlichen Ebenen und Leute, die rausgesogen werden, rausgeblasen werden ins All. Das habe ich nicht gesehen, aber ich habe mir da die Special Effects angeguckt. Das ist aber passiert. Wie das also das sieht Modell man nicht in diesem gebaut Entschuldigung. Wurde. Also es war wirklich das sieht man nicht Modell. In diesem großen Ding, sondern dann wie sie keine Ahnung in der Kantine sitzen. Ach so, von innen. Sowas. Und dann da von dann innen sieht man das. Ja. Rausgesaugt, rausgeblasen. Ha, jetzt habe ich's. Ich gehe da auf Nummer sicher. Für beide Parteien. Ich bin immer noch der Meinung, das zweite ist richtig. Ist ja auch richtig. Ja, ne? Finde ich auch. Das hat auch Data festgestellt. Ist ja auch so. Ja. Es herrscht ja ein Überdruck im Raumschiff. Der Normaldruck ist ja im Weltraum. Da hast du recht. Der Fehler unterläuft. Die Leute fliegen entlang des Druckgefälles. Und dann, ja, dann wird ja mein Captain wird ja dann zweigeteilt. Ja, durch die Tür, also sie geht quasi durch die Tür zur Hälfte, weil sie ja offensichtlich, wenn sie hinfällt, nicht mehr aufstehen kann, weil sie wohl auch ein Käfer ist, tief in ihrem Innern. Und wird dann von dieser Tür durchgeschnitten und schafft es dann aber noch, den anderen zu sagen, ach, geht doch, ich bleib hier. Und dann rennen sie ja zu diesen lustigen Escape-Pods, die ja eigentlich nur Raketen sind. Was auch eine schöne Szene war, weil das war ja anscheinend wirklich alles mit Modellen gemacht. Man sieht ja dann auch diese andere, wo diese zwei Puppen drin saßen, die dann brennend gegen die Wand geflogen ist und so. Also das haben sie echt schön gemacht. Das sieht doch heute noch gut aus, muss man wirklich sagen. Ja, und dann fliegen sie raus und sehen im Hintergrund, wie ihr Schiff explodiert, weil es nochmal von der Plasma-Wolke getroffen wird. Ungezielt und vereinzelt. Ungezielt wird es genau vorne in die Nase reingeschossen. Ja, und müssen dann ja notlanden und Rico kriegt diesen Funkspruch mit und sie wissen, dass Carmen doch überlebt hat, die Explosion des Schiffes, denn das wurde ja auch gebroadcastet. Und ja, sie hat ja ihren Funk gehört, ihren Notruf quasi. Als weil Ace hat ja jetzt die Funke. Die Funke auf der Rücke. Er darf also auf keinen Fall irgendeinen Canyon nach oben klettern, das haben wir ja gelernt. Und sagt der Rico, wenn die irgendwo abgestürzt sind, nee, die sind eh schon tot, wir folgen der Mission. 5 Minuten später sind sie in irgendeinem Backgang drin und sagt dann, nee, wir gehen hier lang, wir müssen Carmen retten, sie lebt noch. Und dann denkst du, oh mein Gott, what? Dafür gibt es ja tatsächlich so eine kleine Erklärung. Ja, das wurde ja am Ende noch zurecht gebullshittet. Das genau, weil Karl ja ihm telepathisch gesagt hat, dass sie noch lebt. Ja, ich fand's schon ein bisschen Bullshitting. Als hätte der Typ da nichts anderes zu tun, als zu denken, Moment, Carmen ist in Gefahr, ich sende Rico ein Signal. Da ging es um den Brainbug natürlich. Genau, Carmen hat ja den Brainbug. Carmen war völlig nebensächlich. Aha, okay, gut. Ich hatte es runterdestilliert auf Highschool, also, jada. Ja, das versteht Rico natürlich nicht, aber ja, also, ich auch nicht. Ja, Karl hat das einfach ausgenutzt, weil er wusste, dass Rico Carmen hinterherrennen wird. Genau, und das ist halt die größte Motivation, die er ihm geben kann. Ja. Genau. Ah, sehr perfide. Dieser Karl ist schon ein Arschloch. Deshalb trägt er auch so eine Uniform. Ja, wie in How I Met Your Mother.
Ja, und dann setzt er sich ja quasi mit Levi und dem und hier Mr., dem Priester aus Walking Dead, setzt er sich ja ab, um Khan zu retten, aber schickt die anderen Soldaten halt auch weiterhin auf die Mission. Also es ist nicht so, dass er die Mission jetzt komplett aufgibt, sondern er nimmt halt nur zwei Leute mit, die sich freiwillig gemeldet haben. Oh, das ist so traurig, wenn der ab jetzt bekannt ist als der Priester aus Walking Dead. So traurig. Na gut, der Gangster aus The Wire. Polizist! Ah, verdammt, ich dachte, weil er schwarz war. Wow. Also grundsätzlich ist das ja tatsächlich, hast du damit recht bei Serien, aber bei The Wire, das sind, glaube ich, zwei Drittel bis drei Viertel der Rollen mit Schwarzen besetzt. Okay. Aber der stirbt jetzt noch nicht. Der stirbt, ja doch, also der stirbt gleich, aber erstmal stirbt doch der Freund von Carmen, weil der ja auch jetzt vom Brainbug gesaugt wird. Genau. Ja. Und nicht geblasen. Xander. Ja, genau. Da ist es andersrum. Weil der Bug nämlich einen Unterdruck erzeugt. Genau. Hat seinen eigenen Strohhalm dabei, auch cool. Genau, und dann saugt er sein Gehirn aus. Und das ist ja auch die Art, wie sie lernen anscheinend, weil so, keine Ahnung, er die Erinnerungen, die Erfahrungen seiner Opfer übernimmt und dadurch quasi das Verhalten der Menschen besser voraussagen kann. Zumindest ist das später, wird das später in anderen Filmen so erklärt, keine Ahnung. Aber wäre auch eine sinnige Erklärung, warum er ihm das Gehirn aussaugt. Ja, das war ja auch die Plotterklärung des Generals, der aus dem Kühlschrank kam. Der meinte ja, ich musste mich verstecken, weil all diese Top-Secret-Sachen, die ich weiß. Ja, genau. Dann hat er sogar gestimmt. Ja, der Feigling. Vermutlich, aber ich glaube, er war auch einfach nur feige. Ja, und dann wird Xander abgesaugt und in dem Moment, aber er opfert sich ja quasi, weil er gibt ja Carmen das Messer, mit dem er sich hätte auch verteidigen können. Stimmt. Aber er gibt ihr ja das Messer, damit sie sich verteidigen kann, wenn sie an der Reihe ist. Und sie schneidet dann ja diesen Saugrüssel des Brainbugs mit dem Messer ab. Und das ist so eine schöne Rückblende zu der Ausbildung der Leute, weil da müssen sie ja Messer werfen. Ja. Und Ace fragte so, wofür, wir haben doch Knarren, wofür brauchen wir Messer? Und der Ausbilder schmeißt ihm dann ja das Messer in die Hand. Und da jetzt halt, ne, jetzt weißt du, man kann auch dafür Messer in dem Krieg doch gut brauchen, ja, um einem Brainbug den Rüssel abzuschneiden. Eigentlich ging es ja darum, dass man mit dieser Hand keine Knöpfe mehr drücken kann, um die Atombombe zu starten. Aber so? Ja, oder mit diesem Rüssel keine Köpfe mehr öffnen kann. Ab jetzt ist das die Begründung während der Ausbildung. Der Feind kann keine Gehirne mehr saugen mit einem Messer in seinem Rüssel. Genau. Und der Brainbug kann selbst gar nicht laufen. Der hat nämlich Käfer unter sich. Ja, die sind vorher da schon angekommen ohne Brainbug, um zu gucken, ob genug Platz war. Und dann haben sie den Brainbug geholt. Ja. Und dann zieht er sich ja zurück. Ach, der kann gar nicht laufen. Ich dachte, das war so ein Majestics-Ding. Der lässt sich einfach so durch die Gegend tragen, weil er halt irgendwie, kann auch weil sein. Er halt König ist. Das kann auch sein. Ja, man sein. Sieht und, ja, der hat so ganz kleine Beinchen an der Seite, wie so ein Tausendfüßler, aber der ist ja so riesig, ich glaube, die können den nicht halten. Aber das erklärt auch, also das sind ja irgendwelche so Höflinge, die ihn wahrscheinlich füttern, massieren oder was auch immer. Ja. Und die sind ja auch in dem Lager, findet Rico ja einen von denen. Und sind das auch die Käfer, die sie am Anfang sezieren? Ja, würde ich fast sagen. Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube schon. Sehen zumindest so ähnlich aus, weil die sind auch so flach und die haben diesen runden Rückenpanzer. Mir gefällt schon diese Varietät, die sie an dieser Käfern machen. Du hast die Flak-Verteidigung, du hast die Tanks, wo ich denke, die Infanterie hat Tanks. Die mobile Infanterie hat überhaupt nichts. Warum heißt die mobile Infanterie, wenn sie nur läuft? Ja. Naja, die Mobilität kommt durch die Navy natürlich. Ja. Die laufende Infanterie. Oder durch das Buch, was sie da halt nicht richtig umgesetzt haben. Ja, oder so, das stimmt, ja. Ja, und dann kommt nochmal der von The Wire, nicht der Priester, sondern der Polizist, und hält nämlich die Bugs so lange auf, bis Rico und Carmen fliehen können. Und dann Ace. Zündet er, und Ace ist auch noch dabei, genau, und dann zündet er die Atombombe. Ja, weil wurde er im Gefecht vorher massiv verwundet, er hat ja diesen Schlag auf die Brust bekommen, glaube ich, sodass er da diesen, oder auf den Rücken, auf jeden Fall hat er so einen riesigen Riss in seinem Körper und bleibt dann genau mit der Atomgranate zurück und
wartet. Wieder einmal mehr, wo ich dann dachte, oh, die Special Effects sind schon cool in diesem, also nee, Practical Effects nennt man die ja dann, ne? Wenn diese Schweine schon cool runterfallen dann? Nee, wenn halt diese Wunde, die er hat, oder dass Carmen den ja, die bekommt ja auch diesen Speer, oder was auch immer, den Stachel von diesem Käfer durch die Schulter. Das sieht ja alles schon echt krass aus. Alle Verletzungen in diesem Film, jetzt mal von ein, zwei abgesehen, also wenn eben Ace das Messer in die Hand bekommt, das sieht schon ein bisschen lustig aus, weil man halt sieht, dass das so eine Wackelpudding-Hand ist, die er in seinem Ärmel hält. Quasi. aber all die anderen Practical Effects sehen gut aus. Wo ich dann auch dachte, ne, Carmen hat ja so ein riesen Loch in der Schulter. Ja, ne, dafür läuft sie ganz schön entspannt auf, dann. Nimmt dann, ist total entspannt, rennt den Gang entlang, ja. Hat noch ein Maschinengewehr in der Hand, schießt damit fröhlich, wo du denkst, ach, Rückstoß gibt's nicht. Ja, am Ende, wenn sie dann hier rauskommen. Ja auch so rechts Arm in Arm. Einen Arm. Ja, genau. Arm. So, ja, gut, ey, Krieg gewonnen. Nicht Verletzung, mehr. Was? Alles gut. Ist wieder zugewachsen. Alles für die Propaganda. Das ist alles dieses Crystal Meth, was die nehmen. Ah ja, die ist ja auf Acid, habe ich ganz vergessen. Und wenn sie dann rauskommen, hören sie ja plötzlich nur keinen Krieg mehr, sie hören ja nur noch Gejubel und Soldaten rennen an ihnen vorbei und freuen sich und zeigen nach vorne und so weiter. Und dann sieht man ja, wie ein Dutzend Soldaten quasi an einem Seil aus der Höhle zerren. Ja. Was auch echt interessant ist, wenn du dir das mal überlegst, wenn das halt das Gehirn ist, das all diese Bugs steuert und es wird gefangen genommen, ist also in akuter Gefahr und befiehlt dann anscheinend allen anderen Bugs nicht einzugreifen. Vielleicht ist es, also wir wissen ja gar nicht, ob es der Brainbug ist oder ein Brainbug. Ja, es ist ja wahrscheinlich nur einer. Also wenn Glendatu die Hauptwelt der Bugs ist, dann würde es da auch welche geben. Ja, deswegen. Nee, ich meine ja, dann würde es da auch welche geben. Das ist sozusagen der Ministerpräsident von Planet P. Und auf Glendatu gibt es noch den Käferkanzler. Ja, und dann hat der wahrscheinlich gesagt, zieht euch zurück, damit ihr an einem anderen Tag noch kämpfen könnt. Er lacht eh nur die ganze Zeit. Vielleicht auch nur von diesem Bienenvolk, also von diesem Volk da in dem Berg. Wer weiß. Ja, wer weiß, vielleicht hat er sich ja auch freiwillig fangen lassen. Oha. Hat ja ein großes Longcon. Ein Brainbug ohne Schnitzel, ohne Rüssel ist nichts wert. Der wurde aufgegeben, das kann natürlich auch sein. Das finde ich aber auch interessant, dass jetzt praktisch die Hauptcharaktere mit der großen Heldentat da gar nichts zu tun haben. Nö. Ja. Weil sie sehen ja dann plötzlich, oder sie fragen ja, was passiert ist, und dann sagen sie ja, dass Sim den Brainbug gefangen hat und alle so, Sim? Und dann gehen sie ein bisschen weiter und dann sehen sie ja, wie hier der ehemalige Ausbilder auf den Schultern der Soldaten rumgetragen wird. Und dann will er ihm ja so salutieren quasi, Sergeant, und dann zeigt er auf seine Rangabzeichen und sagt, ich bin doch nur Rekrut, Sir. Weil er ist ja inzwischen Lieutenant und jetzt ist er quasi über dem Ausbildungs-Sergeant. Ausbildungsrekruten, ehemals Sergeant. Ja. Aber der wird bestimmt auch befeuert. Ach. Erschossen. Befördert. Irgendwann vielleicht auch das. Wenn man hoch genug ist, dann wird man erschossen. Ja. Damit Rico nachdrücken kann. Wo ich mir auch vorstelle, der eine Soldat hat den Brainbug gefangen und ich stelle mir halt vor, wie er in der Höhle sitzt. Kannst du mal kurz stillhalten, während er eben dieses Netz überlegt? Ich stelle mir halt so gerne vor, wie hat dieser eine Sim den Brainbug gefangen? Der ist einfach auf ihn draufgesprungen, wie so bei so einem Rodeo. Ja, er hat den zugeritten. Ja, und damit endet ja quasi der Film. Dann gibt es ja jetzt nochmal Propaganda-Videos, weil nachdem Karl hieß er, ne, der SS-Verschnitt, dem Brainbug die Hand aufgelegt hat und gemerkt hat, dass er sich fürchtet und alle jubeln, gibt es dann ja den Cut zu einem anderen Propaganda-Video, wo gezeigt wird, wie Leute in ABC-Anzügen dem Brainbug alles Mögliche in den Körper rammen, um wissenschaftlich Erkenntnisse zu gewinnen. Ja. Und also es gibt neue Waffen und neue Raumschiffe. Neue Piloten, neue Captains,
weil die alte Captain wurde ja in zwei geteilt, deswegen ist Carmen jetzt Captain. Ja. Selbst ohne Bug in zwei geteilt. Ja. Ohne Bug-Kontakt. Hat sie ganz allein geschafft. Ja, Rico ist Lieutenant, Ace ist immer noch Rekrut. Und hier Amy Smart, die blonde Pilotin, ist jetzt die Pilotin auf Carmens Schiff. Genau. Und damit geht es dann zum Abspann. Das war dann die Moral der Geschichte. Genau, überlebe lang genug. Und sie werden weiterkämpfen und sie werden gewinnen. Wer sie sind, verraten wir in der nächsten Folge. Ja, nee, im zweiten nicht. Der hat leider mit dem ersten nichts zu tun. Wie viele gibt es davon eigentlich? Also es gibt 3 Realverfilmungen und ich glaube aktuell 2 relativ gute Animationsfilme. Ja, weil die beiden anderen Filme, also Realfilme, die kann man ja nicht mit gut in einem Satz nennen. Ne, der dritte ist halt wieder übertrieben. Der spielt quasi in die gleiche Schiene wie der erste. Wie gesagt, ich finde, den kann man sich einmal angucken, auch weil er direkt auf dem ersten aufbaut und Casper Van Dien auch wieder mitspielt. Aber der zweite ist halt einfach, der heißt einfach nur Starship Troopers, weil die dachten, die können mit dem Namen, glaube ich, nochmal einen Film verkaufen. Das ist doch so ein Zombie-Film. Da meine ich, glaube ich, ja, genau. Den zweiten, und der spielt ja irgendwie, das ist ja fast ein Kammerspiel, oder? Die ja, laufen genau, nur die sind vor in schlechten Bunker. Kulissen. Ja. Und man sieht die Bugs auch immer nur so halb ins Bild. Weißt du, als wenn da irgendjemand von außen mit einer Puppe so macht. Ja, und dann quasi ab 20% des Films kämpfen die noch gegen andere Menschen, die von Bugs befallen sind, weil so konnten sie sich die ganzen, die teuren Animationen und so sparen, indem sie einfach sagen, oh, dieser Mensch ist von einem Bug befallen. Sind ja auch keine Kinofilme. Nee, das stimmt tatsächlich. Die waren direct to nicht mal DVD. Ja, wie gesagt, der dritte ist zwar immer noch schlechter als der erste, aber der ist okay. Den dritten kann man einmal gucken, wenn man den für lau irgendwo bei Prime oder so mal bekommen kann. Okay. Ich wollte nochmal drüber sprechen, warum der Film denn so missverstanden wurde. Der wurde ja tatsächlich von den Kritikern eben nicht so verstanden, wie ihr es eben gesagt habt, als ich gesagt habe, der ist doch eigentlich gar nicht so, dass man direkt... So promilitaristisch. Ja, genau. Also er ist doch gar nicht so, dass man direkt so die Moral zeigt oder dass man eben so die Aussage wirklich hat. Und habt ihr mir widersprochen. Aber warum wurde er denn dann so missverstanden von vielen Kritikern? Das fällt mir schwer zu sagen, wenn die Kritiker volljährig waren. Also der hat ja in den USA, als er rauskam, wirklich schlechte Kritiken bekommen. Ja. Der wurde ja richtig zerfetzt, der Film. Vergleich auch zu heute. Auch das ist ja okay. Also auch das kann ich ja niemandem absprechen, wenn er sagt, er findet den Film schlecht. Aber zu sagen, dass in dem Film einfach so ein militaristisch gewaltverherrlichendes Bild transportiert werden soll, das kann ich einem erwachsenen Menschen nicht ernsthaft abnehmen. Wie man das nicht sehen kann. Ich könnte mir vorstellen, wenn halt Kritiker das schreiben, die müssen Filme ja teilweise für einen Beruf sehen, ne? Und die, ähnlich wie Beruf Tester für Spiele, schalten die einfach stumpf und schauen sich das an und schreiben dann ihre Kritik. Und wenn du dir das stumpf anguckst, ohne irgendwie mal ein bisschen 3 Zellen mitlaufen zu lassen, dann könntest du schon denken, oh, ist schon hier glorifizierend, oh, Patriotismus und hier weht eine Flagge, da schaut ein Adler nach links und so weiter und so fort. Aber ja klar, wenn ich die ganze Zeit am Handy bin und den Film halt eigentlich genau. Und mir den Film halt nicht angucke, dann, aber dann habe ich halt auch keine Meinung zu äußern, weil dann habe ich den Film nicht gesehen. Ja, auch so bist du Kritiker, wirst ja dafür bezahlt. Kann das sein, dass das einfach so typisch un-Hollywood-mäßig ist, so einen Film zu machen, ohne dass man den Zuschauer mit der Nase drauf stößt, was man damit meint? Aber das tut man doch. Das wird halt nicht erzählt. Also alleine durch diese Einspieler, selbst wenn sonst in dem Film nichts wäre und es passiert auch in der regulären Filmhandlung regelmäßig was, aber allein diese Filmeinspieler machen doch völlig klar, was hier los ist. Ja, würde ich auch sagen. Das kann man doch nicht missverstehen. Es wird nicht verbalisiert so, das hier ist alles schlecht. Also ich weiß nicht, ob du das meinst, Tim. Dass eben das un-Hollywood-mäßig wäre. Dass nicht irgendwie vorher, wo irgendwo im Film gesagt wird, dieser Krieg, der ist so schlimm, dass halt das thematisiert wird. Genau. Vielleicht liegt es auch daran, dass das quasi am Ende auch nie aufgelöst wird, weil sie sind ja erfolgreich mit dem, was sie tun am Ende. Am Ende sagt der Film ja eigentlich, wir haben alles richtig gemacht. Nee, das finde ich
Ja, okay, das, so kann man, ich sehe den Film eher so, wie ich es vorhin schon gesagt habe, die haben alle nichts gelernt, das ist einfach super dumm. Also so gehe ich aus dem Film raus, nicht mit einem Triumphgefühl. Yeah, nee, klar, das Krieg gegen die für Bugs die Charaktere, gut, aber nicht für das System. So, ja, okay, das System läuft halt einfach so weiter und genau. Und jetzt kommt die nächste Runde, die durch den Meat Grinder gehen wird. Ja, also richtig. Wenn man jetzt einen typischen Antikriegsfilm machen würde, dann würde man ja genau das nicht machen, was du eben mit die sind alle dumm erzählt hast, weil die erfahren ja irgendwie ständig Grauen, ihre Teamkameraden sterben bestialisch und die feiern das sozusagen. Das hat keine Auswirkung. Genau. Ja. Die feiern und die machen halt immer weiter und vielleicht ist das so das Problem, wo man, glaube ich, wenn man jetzt sagen würde, das ist ein Antikriegsfilm, dann würde man so das Leiden zeigen von den übrig gebliebenen. Und das macht der Film halt nicht. Ja, das ist richtig. Aber dafür macht er ja andere Dinge. Ja, und also, ich würde auch da, das, ja. Da würde ich auch einhaken. Und eben, weil er das nicht zeigt, zeigt er diese perverse Maschinerie, dass so hier links und rechts sterben die Leute und wir machen einfach weiter, weil es uns gesagt wird. Sie hinterfragen ja nichts also, in diesem Film. Ja. Ich finde das auch, genau, ich finde das auch eigentlich auch gar kein Kontrapunkt. Ich kann das zwar verstehen, wenn man sagt, das ist, der Film macht das gar nicht so, wie man das normalerweise macht, um zu zeigen, dass Krieg bär ist. Das stimmt. Aber da muss man sich halt mal drauf einlassen, dass irgendjemand zum Glück auch mal sich eine andere Herangehensweise überlegt. Dass man nicht immer schon direkt weiß, wie das weitergeht, weil erster Akt funktioniert ja so und der zweite so und der dritte so, sondern dass da auch manchmal jemand irgendwie eine andere Herangehensweise sucht und sich vielleicht auch denkt, nö, ich mache hier jetzt keine schöne Auflösung, wo der Hauptcharakter am Ende des Films, weiß ich nicht, einen Brief an seine Freundin schreibt, wo er sagt, dass er, was er alles gelernt hat und dass er jetzt aus dem Militär austritt und Farmer wird. Oder so. Das habe ich nämlich, also dem würde ich genauso zustimmen. Ich glaube nämlich nach dem, was ich gelesen habe, was Paul Verhoeven so gesagt hat, was er so diesen Kritikern zurückgibt, dass er quasi eben es auch nicht fassen kann, dass man immer auf alles mit der Nase gestoßen werden muss. Mhm. Dass man sozusagen alles vorgekaut bekommen werden muss und nicht selbst sich sein Urteil. Ja, dass es jemand sagen muss. Also das finde ich, finde ich schon echt billig. Also wenn professionelle Filmkritiker bemängeln, dass hier nicht ein Charakter die Worte spricht, Faschismus ist böse und Krieg hätten wir auch lieber nicht. Ja, dann also sollten sie sich vielleicht andere Filme, also das ist ein Film, der richtet sich nicht an Achtjährige. Die sind damit überfordert. Aber einem erwachsenen Menschen muss man die Transferleistung, finde ich, echt zumuten können. Mhm. Zumal kann man diesen nicht Film keinem Achtjährigen zeigen sollte. Aus mehreren Gründen, ja. Ja, aber Ben hat ihn mit 8 geguckt. Ja, und nein, guck, was dafür geworden ist. So alt bin ich jetzt auch. Aber auch interessant, 40. Ich habe gerade mal auf Rotten Tomatoes nachgeguckt, da gibt es ja immer den einen Audience Score und den Reviewer Score, dieses Tomatometer. Und inzwischen sind die sich wohl recht einig. Also der Tomatometer ist auf 65% und der Audience Score auf 70%. Also sowas wie eine 3 von 5 ungefähr, glaube ich. Ja. Mhm. Wo du so denkst, mit der Zeit haben die Leute anscheinend doch mal ein bisschen reflektiert und nachgedacht, die für Medien schreiben. Dann guck mal bei Showgirls. Oh ja, das interessiert mich jetzt auch. Ihr seid, glaube ich, schneller, ich bin am Handy. Showgirls, Tomatometer 22%, Audience Score 37%. Okay. Oh, das war auch nah. Ja, es gibt halt mittlerweile mehr Pornoquellen als damals, ne? Ja, das stimmt. Man braucht den Film heute einfach nicht mehr. Na gut. War das jetzt das letzte Wort dieses Podcasts? Na gut. Nee, das ist eher so ein Überleitungswort, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will. Na gut. Genau, du kannst es. Ja, unterschätzter Film, finde ich. Finde ich auch, ja. Ja, es ist aber vielleicht auch gar nicht mehr so. Film.
Also der gilt ja heute als Kunstfilm. Ja, als Kultfilm. Ja, aber viele, also ich glaube, viele Leute in meinem Umfeld, also in einem anderen Umfeld als ihr Umfeld, würden sich den Film einfach nie angucken, weil der völlig abgelegt ist also Leute in Uniformen schießen auf große Insekten. Doch, ratatatatat, ja. Mhm. Ja. Der Film war ja auch damals, also ich kann jetzt auch von uns damals sprechen, ja so beliebt, weil der halt so gory war. Mhm. Das war ja etwas, was man, woran hat man halt drauf gestanden damals als Kind. Das wollte man gucken. Und ich denke auch, dass auch viele Erwachsene den Film genau deswegen geguckt haben. Ich glaube, der ist wegen seiner politischen Aussage ist er wahrscheinlich tatsächlich eher untergegangen, weil viele Leute den einfach nur als geil brutalen Actionfilm geguckt haben. Oder halt nicht deshalb. Oder deshalb nicht geguckt haben, oder? Ja, oder so, genau. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese politische Aussage, die ja sehr offensichtlich in diesem Film platziert ist, die ist entweder untergegangen oder wurde einfach nicht gesehen, weil die Leute den Film nicht gesehen haben. Sie dachten, oh nee, nicht noch so ein, keine Ahnung, Rambo 23-Film gucken. Wobei der auch eine politische Aussage hat. Okay, zurück. Zumindest der erste, die anderen nicht. Wollte ich gerade sagen, der erste. Ja. Aber auch so ist es ja bei Starship Troopers. Auch nur der erste. Stimmt. Nur der erste. Ja, der dritte greift das wieder auf. Da ja, geht's, okay. Also der dritte ist, was die Propaganda angeht, tatsächlich noch extremer als der erste. Also was dieses politische System dahinter angeht, ist der dritte wirklich informativer. Ja. Da geht es dann auch um diesen Widerstand, den ich glaube, Jan oder Phil, ich weiß nicht, irgendjemand hatte vorhin gesagt, ob es nicht auch Widerstand gegen dieses System mit Citizen und Civilian gibt. Und das wird auch im dritten Film angesprochen. Da gibt es dann auch Terroristen, die gegen dieses System kämpfen und dann auch Bombenanschläge machen und so weiter. Also das wird im dritten Teil dann, so schlecht der auch ist, aber im dritten Teil wird das alles nochmal vertieft. Mhm. Wir sind inzwischen schon länger als der Film. Wobei nice. Der ist schon lang. Schon eine Kritik noch äußern würde, er war mir ein bisschen zu lang. Ja. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo ich kürzen würde, tendenziell bei Action-Szenen. Schule. Okay. Ja. Dieses blöde, das also einzige, die Schule, wo ich das sage, ja. Die Schule könnte man auch kürzer machen. Ja, kürzere Schulzeit in diesem Film. Diese Kinder sind eh schon zu lange in der Schule. Außerdem werden die ja danach sowieso einfach zur Infanterie geschickt und verheizt. Ja, eben. Ja, wieso? Wo ich mich auch zur Schule gehe. Wo Carmen sagt, alle Piloten müssen gut in Mathe sein. Wo hat die einmal irgendwas Mathematisches gemacht? Ja, sie hat doch den neuen Kurs berechnet. Sie hat den super optimalen Kurs. Optimalen Kurs. Okay. Da war sogar der Computer beeindruckt. Die hat einfach auf den Button gedrückt. Den hat vorher niemand gedrückt. Optimaler Kurs. Normales Bild. Normales Bild. Optimaler Kurs. Wäre schön, wenn der Computer geschafft. Das so gesagt hätte. Gut, müssen wir noch fragen, wie euch der Film gefallen hat. Gut. Fand ich scheiße. Kann man machen. Immer wieder ein Heidenspektakel. Finde ich auch. Genau, ich glaube, wir müssen jetzt nicht nochmal drüber reden. Und aber er liefert wirklich immer schön Plattitüden, die man sich dafür 2 Wochen merkt und dann wieder vergisst. Viele One-Liner, ja. Ja, es sind auch einfach so Szenen, die sich so in das Gehirn einbrennen, die man... Das Gehirn aussaugt. Das Gehirn aussaugt. Ja, zum Beispiel. Oder die Szene, wo der armen Frau die Hand weggebrannt wird oder sowas. Das sind halt so einfach so Szenen, wenn man die einmal gesehen hat, dann vergisst man die auch nicht mehr. Oder wenn Dizzy sich rumdreht und dann der Film immer langsamer läuft und plötzlich die Stacheln aus ihrer Brust kommen. Ach, und dann schön. Ruft nämlich Rico schon wieder Sanitäter. In Bio war der auch nicht gut. Wenn jetzt der Mario da war er auch nicht, genau, weil wenn nämlich jetzt der Mario da gewesen wäre, hätte er gesagt, man darf auf keinen Fall bei einer Fählungswunde den Gegenstand entfernen. Sie haben ja den Stachel dann wieder halt rausgezogen. Ja. Das war ja auch vor allen Dingen hat das Ding auch noch Widerhaken gehabt. Das hat man ja gesehen, als er ihn rausgezogen hat. Da hat er ja eine Wunde gerissen, also die hätte wahrscheinlich locker diesen Pfahl überlebt, wenn er nicht noch 3 Meter ihres Körpers mit rausgerissen hätte. Ja, aber eigentlich konnte auch niemand sie wirklich gut leiden. Sie musste halt sterben. Er hat sie ja auch nur ins Bett mitgenommen, weil der Lieutenant gesagt hat, Rico, eine Sache, nimm, was du kriegen kannst. Wow, ja. Alter. Sag nie eigentlich nein zu einer nicht, guten genau. Sache. Er wurde zum Romantiker, zum Stecher, ey. Er war sehr romantisch. 10 Minuten? Ja. Das schaffen wir. 20. Na, 20, genau.
Sagen wir 20 Minuten. Na gut, dann beenden wir das Spiel. Ich hätte fast Trauerspiel gesagt, das wäre ja falsch. Das was war ja war's ja auch gar nicht. Nee. Nee. Endlich mal amüsante Folge, amüsanter Film. Ja, fand ich auch. Und wir haben auch, glaube ich, nochmal, wir haben es rausbekommen, warum der Film so missverstanden wurde. Weil sonst hat es noch keiner gemerkt. Grimme-Preis, ich höre dir trapsen. Ja, ich würde uns auf jeden Fall einreichen, wenn ich könnte. Gut, dann muss ich jetzt das Abspann Outro suchen. Ich mag das Wort Outro nicht, deswegen sage ich immer Abspann. Outdoor. Ich bin bereit. Wollen Sie mehr hören?